So, hören wir mich? Nur mal, schon mal so als Test. Und wie hört man mich? Es ist verständlich, klingt's okay, etc. Bin da immer noch nicht so hundertprozentig firm drin. Diesen ganzen mobilen Krams da. So, ich wechsle mal ganz kurz den Bildschirm. Flup. Ich habe heute mal ein bisschen umgeräumt. Ah, so. Habe heute mal ein bisschen umgeräumt. Und zwar. Gott, der ganze Tisch ist voll. Und zwar habe ich den Tisch diesmal in die Länge gestellt. Dann fühle ich mich irgendwie besser. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal ein paar Settings durchprobieren, was jetzt halt irgendwie so am angenehmsten erscheint. Jetzt müssen wir mal gucken. Also der Laptop steht jetzt irgendwie so hier drüben, wo er gut steht. Da steht er mir nicht im Weg rum. Und was mir nämlich das letzte Mal die ganze Zeit passiert ist, ich habe das letzte Mal die ganze Zeit meinen Laptop vollgesaut. Der komplette Bildschirm am Ende voll mit Spritzern und mit Mehl und mit Teigresten und was, Alter, gefühlt abkratzen. Aber ist gut so oder so. Oder ja, wir kochen heute. Ich meine, das steht im Titel, mal davon abgesehen, aber der Psychotic Punks, der hat mir ein Rezept geschickt und zwar Hühnchen-Tagine, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist irgendwas Nordafrika. Mit Kürbis und Cranberries. Ja, also entweder Afrika, Marokko, glaube ich, so in dem Bereich könnte das sein. Der Punkt ist, normalerweise kocht man das in einem Tagine. Das ist ein, wie beschreibe ich das am besten? Das ist im Endeffekt eine Pfanne, eine Lehmpfanne, also Tonpfanne, mit einer Art Kamin obendrauf. Und das kriegst du zwar bei uns, aber mein Gott, das werde ich wahrscheinlich danach nie wieder brauchen, ich weiß es nicht. Ich schau mal ganz kurz, ob ich da ein Bild für euch parat habe. Mal ganz kurz gucken. Na, hier sowas in der Richtung. Erstmal Amazon-Werbung war. Öffne halt das scheiß Bild. So. So in der Richtung. Das ist ein ganz weirdes Ding. Und ich vermute mal, es ist dadurch, dass es Ton ist, auch nicht induktionsgeeignet. Entsprechend kann ich das eigentlich vergessen. Ja, ansonsten. Wir haben heute eine gefühlte Tonne an Zubehör, an Zeug, was da reinkommt. Und zwar, jetzt kommt die komplette Liste. Also, wir brauchen für das eigentliche Gericht erstmal Olivenöl, Hühnchen, eigentlich Hühnchenunterkeulen, hat bei mir irgendwie keinen Metzger gehabt. Eine Zwiebel, Knoblauchzehen, geriebener frischer Ingwer, Kurkuma, Zimt, gemahlener Ingwer. Warum man jetzt halt Ingwer und gemahlener Ingwer reinpackt, das weiß Gott, keine Ahnung. Cayennepfeffer, Gemüse und Geflügelfond oder Geflügelfond. Also man kann sich da entscheiden. Also ich persönlich habe mich jetzt für Gemüsefond entschieden, weil ich denke mir, wenn man eh schon Hühnchen im Gericht hat, dann braucht man nicht noch Geflügelfond. Nun, das hatten die im Mittelalter für Bestrafung, wo sie mit dem Hintern draufgesetzt wurden. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Dann 600 Gramm entweder Butternut oder Moschuskürbis, wie man ihn auch nennen möchte, oder alternativ Hokkaido-Kürbis. Ich persönlich mag den Hokkaido einfach nicht, weil der unglaublich penetrant schmeckt und ich habe das Gefühl, das komplette Essen schmeckt am Ende nach diesem scheiß Kürbis. Das ist einfach uncool. Demnach nehmen wir den Butternut. Den habe ich sogar schon hier getrennt, und entlöffelt. ansonsten brauchen wir noch einen Apfel, einen Esslöffel Harissa. Da habe ich jetzt erstmal googeln müssen und da kommen wir gleich nochmal drauf, weil dieses Zeug findest du in keinem, also bei uns in keinem Laden. Entsprechend werde ich das wohl mehr oder minder selber zusammen mischen müssen. Ja, dann kommt noch die Schale einer Bio-Orange, einen Esslöffel flüssiger Honig, einen Esslöffel getrocknete Cranberries. Da haben wir auch ein bisschen Aufwand betrieben, damit wir an die gekommen sind, weil die gefühlt auch ausverkauft waren. 3 Esslöffel Mandelblätter. Wo auch immer die jetzt gerade sind. Ich habe Mandelstifte und irgendwelche gehackten Mandeln. Und 2 Esslöffel gehackter Koriander. Koriander habe ich noch vom letzten Mal, von dem Brot. Ist nicht mehr der frischeste, aber der geht noch. So, und jetzt kommen wir im Endeffekt zum anderen. Die Harissa, also das, die Harissa, ja, das ist so eine Art Paste, mehr oder minder. Man braucht 125 Gramm milde Chilischoten. Ich habe keine Chilischoten gefunden. Ich habe jetzt Peperoni. Und ich habe noch
irgendwo in einem meiner vielen Fächer hier habe ich, glaube ich, auch noch Piri Piri oder irgendwelche anderen Chilis, die ein bisschen stärker sind. Dann zwei kleine Knoblauchzehen. Ich meine, es sind ja nicht schon drei Knoblauchzehen im Hauptessen drin. Wir brauchen noch mehr Knoblauch. Ich liebe Knoblauch, aber das ist halt schon echt heftig. 80 Milliliter Olivenöl. Ich hoffe, das reicht noch. Ich habe hier noch, weiß nicht, sind 500 Milliliter. Da geht ungefähr noch so bis hier. Müsste reichen. So, ansonsten brauchen wir noch Kreuzkümmel, Koriander, Kümmel und gehackter Koriander. Also die wollen auch schon wieder, dass man einmal den normalen Koriander benutzt und einmal den, also den frischen und einmal den getrockneten, keine Ahnung. Ist es nicht jedes Mal teuer einzukaufen? Darf ich dir ganz ehrlich was sagen? Die einzigen Sachen, die ich gebraucht habe, also wir hatten relativ viel hier, wir hatten sogar den scheiß Kürbis schon hier. Das Einzige, was ich gebraucht habe, war das Hähnchen, die Cranberries und die Peperoni. Der Rest war alles da. Was wird heute gekocht? Moin, was geht? Was heute gekocht wird? Hühnchen, also wie heißt das schon wieder? Ich vergesse immer den Namen davon. Hühnchen-Tagine mit Kürbis und Cranberries. Irgend so ein marokkanisches, nordafrikanisches Gericht oder sowas in der Richtung. Da hat mir einer meiner Zuschauer geschickt. Und das war, schauen wir mal. Wird lustig. Ich kann ihn mal ganz kurz. Wir machen jetzt hier mal ganz stylisch. Wupp, ne? Der scheiß komplette Tisch ist voll. Voll. Einfach nur voll. Ne? Kannst du dir vorstellen, was hier los ist? Die gehen normalerweise davon aus, dass man das so isst. Also, dass man halt keine Beilage oder sowas hat. Ich habe jetzt gesagt, ich mache Reis dazu, weil das ist, ja, schauen wir mal. Irgendwo hat sich gerade hier mein Mikro schon wieder verwurstelt. Schick mal Essen vorbei. Ja, wo wohnst du? Das könnte ein bisschen dauern. So. Die Star Wars Star Cut. Ah, ja. Schon ein bisschen her, aber stimmt, ja, anderer Name. So. Mal gucken, dass ich nicht irgendwas überlesen habe. Komm mal ran. Oh, nach Berlin. Uff. Das sind aber nur 6-7 Stunden. Also 6 Stunden bei gutem Verkehr. Dann lassen wir mal lieber. Ich würde sagen, wir fangen mal langsam mit dem Rezept an. Wir machen es so. Den Reis fange ich an. Ich hoffe, das geht aus. Ich weiß es noch nicht. Den Reis fange ich an, wenn wir das andere Essen in den Ofen stellen. Da wir, wie gesagt, diese Pfanne nicht haben, benötigen wir den Ofen, um das Ganze gar zu kriegen. Ja, da müssen wir echt mal gucken, weil ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles aufgeht. Ist bei mir näher, ja, das ist richtig. Wo ist die Kochmütze? Ich habe tatsächlich eine Kochmütze, aber ich glaube, die hängt unten im Keller. Da hängt sie gut. So. Ich habe tatsächlich sogar so eine scheiß Jacke. Möchte ich nur mal angemerkt haben. Aber ich habe sie noch nicht gebügelt und ich war zu faul dafür. Ja, go holen. Nee, da muss ich mich wieder entmikrofonen. Das ist Umstand. Hey, Dante, mein Schatz. Ja, ne? Die Welt ist klein. Man sieht sich gefühlt überall. Jetzt das gehen wir mal aufs Rezept. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Harissa, damit wir. Die musst du wahrscheinlich auch ein bisschen durchziehen. 125 Gramm milde Chilischoten waschen und mit Kernen jeweils in 3 Stücke schneiden. Das sollten wir hinkriegen. Ich meine, gewaschen sind sie schon, mal davon ab, aber erstmal die ganzen Stiele entfernen. Ein bisschen mehr schadet nie. Ich verstelle mal ganz kurz. So, wunderschön. Alter, die Dinger sollen mittelscharf sein, aber die brennen mir jetzt schon in der Nase. Ich mache sie mal ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, während dem Schneiden bin ich immer ein bisschen leise. Ich habe immer Angst, dass ich mir den Finger säbel. Ein bisschen bitter. Sitzt du echt beim Kochen? Macht sich das nicht was doof?
Ich stehe halt auf, wenn es notwendig ist. Der Punkt ist, und foolish, hier ist nämlich genau das Problem, wenn ich jetzt im Stehen schneiden würde, hätte ich irgendwann Rückenschmerzen, weil der Tisch zu klein ist für mich. Der Tisch ist mindestens einen Viertelmeter zu klein. Und selbst die Ablagen hier auf der Seite, die ich habe, die sind auch so klein. Diese Küche wurde auf meine Oma ausgelegt. Und meine Oma war verdammt klein. Wie gesagt, nächstes Jahr kriegen wir eine neue Küche. Aber bis dahin dauert das noch ein bisschen. Und entsprechend muss ich mich bis dahin darf mit begnügen. Ne? Weil davon ab wäre so ein Hackmesser einfach für einfach für Schnippeleien. Ja, ich habe halt noch so eins hier. Ne? Hier so. Aber ich weiß nicht, die benutze ich auch immer, wie ich gerade Lust und Laune habe. Die benutze ich auch mal gern durcheinander. Nee, ich weiß schon, was du meinst, das, aber warum? Also ich komme mit denen eigentlich ganz gut klar. Könnte Schnippel niemals im Sitzen. Ja. Wer bist du? Kettensäge schneller. Hackeball. Ich könnte aus dem Keller erstmal meine Axt holen. Na, das Ding ist so, oh, schon hier so. Füllt auf jeden Fall den Bildschirm aus, je nachdem aus welcher Sicht. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. Kleine Knoblauchzehen. Die wollen, dass ich sie presse. Ich habe keine Knoblauchpresse. Die hat mein Bruder geklaut. Entsprechend müssen wir die jetzt hacken. Ne? Ich hole mal ganz kurz einen Teller. Damit wir den Kram hier auch entsprechend. Stellen wir das mal auf die Seite. Wie gesagt, die Küche wirkt aus der Perspektive, wenn ich jetzt nach oben gehen würde, enorm groß, aber bah, das Ding ist grenzwertig klein. Ne? Ja, klarkommen ist das eine, aber geil schnippeln, das wieder was anderes. Ja? So, was haben wir denn hier? Da, Knoblauch. Meine Frage an euch, was schaut ihr momentan so für Serien? Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Typ, der viel Kram guckt, weil irgendwie vereinnahmen mich andere Sachen. Und deswegen komme ich gefühlt nie zu Filmen und Serien. Aber ich muss gestehen, ich habe auf Anraten meines Bruders letztens angefangen mit, wie heißt jetzt diese, The Boys. Ja? Ich weiß nicht, ich war nie so der Fan von Superhelden oder schon lange nicht mehr, weil das einfach so ein übersättigtes Genre war. Aber ich finde, das ist so krass. Das ist so hart und der Humor ist einfach so bitterböse. Das macht mir schon ein bisschen Spaß, das zu gucken. Ich habe jetzt irgendwie auf 2 Tage gefühlt 1,5 Staffeln durchgesuchtet. Jujutsu Kaisen, ja, das sagt mir halt überhaupt nichts. One Piece, ja, sagt mir was, aber schaue ich nie. Warte mal, Darky, bist du ein Mann? Die Frage schon wieder, ist einfach wundervoll. So. Danach hacken wir noch mal ein bisschen drüber, damit das auch noch halbwegs. Soll ja eigentlich gehackt werden. Ne? Ich könnte es auch theoretisch im Mörser klein mörsern. Ich glaube, den brauchen wir dafür eh noch. Schauen wir gleich mal. Boah, Alter, der Knoblauch riecht echt streng. Ja, wie gesagt, ich schaue momentan krass The Boys. Ne? Ich weiß nicht, der Name hat mich erstmal mega stutzig gemacht. Der klang einfach irgendwie so richtig Bullshit. Aber es ist auch Bullshit, mal davon ab. Aber die Serie macht Spaß zu gucken. Und ansonsten, ich muss sagen, auch wenn es von Disney ist, um mir ein Bild zu machen, schaue ich halt momentan trotzdem immer mal wieder Mandalorian. Und ohne jetzt zu spoilern, ne, es hat jetzt ewig gebraucht, bis die Serie irgendwie mal ein bisschen Progress bekommen hat, damit es halt irgendwie mal vorangeht in der Story. Und so in der letzten Staffel hat es zumindest mal einen ordentlichen Bums gemacht und in der letzten Folge hat es einen Bums gemacht und entsprechend kam da auch mal ein bisschen voran. Ne? Das ist halt immer. Ich finde es scheiße, wenn die Serie überall viel zu schnell Progress macht, also so stümperhaft, schnell, unfertig. Aber ich finde, wenn man halt sich immer nur auf der Stelle bewegt und immer nur so
nichtssagende Ausschnitte von seinem Leben hat, benutze mal das Messer, das ist besser zum Hacken, dann macht das irgendwie keinen Spaß, finde ich. Weil du hast halt das Gefühl, du bewegst dich immer nur auf der Stelle. Ja, das sollte reichen. Backstreet Boys? Nee. Ich bin ja kein Kapai. Was ist denn ein Kapai? Hast du das so stampfen? Ja, wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich eh gleich in den Mörser schmeißen müssen. Gehe ich von aus. Alter. Knoblauchgriffeln kleben immer so ultra. Ah, so. Jetzt haben wir die Knoblauchzehen nochmal gepresst. Dort Olivenöl haben wir. Die Zitrone. Und der ganze Pulverkram und gehackter Koriander, das machen wir dann auch noch. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie wir das zusammenfügen. Okay, wir müssen die Chilis in einen kleinen Topf geben, mit Wasser bedecken und 10 Minuten kochen lassen. Das kriegen wir hin. Ja, das sollte reichen. Mit Wasser bedecken. Das ist ein bisschen zu viel. Ich sehe schon kommen, dass ich mir mit den Chili-Fingern dann irgendwann mal in den Augen reibe und dann weiß, was los ist. Dann tränst sie erstmal ordentlich in die Augen. Ja. Das ist jetzt alles ein bisschen laut. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Brauchen wir kurz den Deckel. Wo ist er denn? 1000 Deckel habe ich hier drin. Aber ich weiß jetzt nicht, welche hier passt. Ah, gleich schon den richtigen gefunden. Mal von ab, dass ich Knobi hasse wie die Pest. Wie kannst du Knobi hassen? Why? Why? Wie kannst du es wagen? Wir haben jetzt ja wieder den Teller frei. Erstmal den Knobi hier entfernen. So. Na komm her. Boah, der klebt wie die Pest. Das ist der Wahnsinn. Es stinkt wie Sau. Ja, und? Interessiert auch keine Sau, ob das stinkt. Damit kannst du wenigstens die Leute vom Hals jagen, ja? Ja, zumindest die, die keinen Knoblauch fressen. So. In der Zwischenzeit das Öl in einem weiteren Topf erhitzen und den Knoblauch eine Minute andünsten. Dann Kreuzkümmel, Koriander und Kümmel dazugeben und eine Minute mitdünsten. Schließlich die Chilis in den Topf geben und 2 Minuten mitdünsten. Topfinhalt in einen Mixer pürieren, dann in eine Schüssel füllen, Zitronensaft und Abrieb einrühren. Mit Salz abschmecken und erkalten lassen. Erst danach den Koriander unterheben. Ja, okay. Schauen wir mal. Ich glaube, ich mache das einfach im Mörser. Ich habe keinen Bock zu pürieren. Ja, alle. Bitte auch aus dem Essen weg. Nö. Was habe ich denn jetzt gesucht? Bin ich blöd? Den Koriander kann ich am Ende hacken. So. Judy, die wollen, dass ich 80 Milliliter Olivenöl erhitze. Wollen mich verarschen? Halleluja, das ist ja eine Menge. So viel brauchen wir nicht. Sagen wir mal so. Das heißt, wir machen da ein bisschen weniger. Das sollte dann auch umhauen. Muss ich mal ganz kurz in meinen Schrank gucken hier. Boah, da kennt sich keine Sau aus. Alles voll.
Alles voll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah! Ah! Da fliegen mir gleich Sachen dagegen. Hä, wo hast du das denn hingepackt? Der Moment, wenn man sich in seinem Schränkchen wieder null auskennt. Ah, damals. Ich habe hier nämlich noch so ultrascharfe Dinger. Da packe ich, glaube ich, auch eins mit rein. So. Mal ein bisschen runterschrauben. Das sollten wir alles noch hinkriegen. Gehen wir mal kurz hoch. So. Mal ganz kurz gucken. Ne? Was steht da? Meine bessere Hälfte immer Döner mit Knobi isst. Uff, mir schmilzt denn immer die Nase aus dem Gesicht. Sehe ich aus wie Michael Jackson und will lieber auf der Couch pennen. Ja, weißt du, deine Freundin hat dann zumindest Geschmack. Sagen wir es so, wie es ist. Da kann man leider nichts gegen sagen, es tut mir leid. Koche super auch ohne Knobi. Ich sag mal, bei mir kommt es immer aufs Rezept an. Die Devise, alles, überall passt Knobi rein, die kann ich nicht unterstreichen. Also ich finde, in einige Gerichte gehört das einfach nicht rein. Aber so in die arabische, türkische, Alter, erstmal einen Schluck trinken. Was ist das denn jetzt? Ja, holla die Waldfee. Wo Knoblauch eigentlich gar nicht so wirklich reinkommt, ist zum Beispiel die italienische Küche. Komischerweise packen die Deutschen überall Knoblauch rein und ich weiß nicht warum. Weiß Gott, don't know. Kann man machen, muss man aber nicht. So, da. Oh ja, die ganze Küche stinkt schon nach Knoblauch. Ne, foolish. Das wäre dein Paradies. Sag ich dir, das wäre dein Paradies. Du würdest richtig glücklich werden. Wie mein Vater sagt, er stinkt nicht, er riecht. Sag mal, wenn beim Griechen esse, mosere ich nicht rum. Aber wenn ich die Wahl habe, vorzugsweise ohne Knobi. Du würdest draußen kochen. Wo habe ich denn meine Reibe? Da haben wir so. Da, komm mal her. Alter, wo kommt denn der scheiß Husten jetzt her? Corona! Ja, ganz kurz. Nehmen wir mal das hier. Ein kleines Schüsselchen. Hola. So. Bei der Zitrone mal aufpassen. Heule! Es geht Discord auch trotz So-Stream. Ich habe keinen Kopfhörer. Dann wird das ein bisschen schwierig. Bei der Zitrone muss man tatsächlich immer aufpassen. Ja, da drehen wir mal ein bisschen runter. Bei der Zitrone muss man ein bisschen aufpassen. Das sollte man das Weiße nicht mit erwischen. Weil sobald man das macht, wird's bitter. Das will keiner. Ja, man muss ja jetzt nicht so übervorsichtig sein, aber. Oh, das riecht immer so mega geil. Mal davon abgesehen, dass hier der Knoblauch alles übertüncht, aber geriebene Zitronenschale riecht einfach bombastisch. Ach, da kommt gefühlt gar nichts durch. Na, komm her. Das ist eine Zitrone mit relativ wenig Schale, wie es mir scheint. Die hat echt keinen Bock. Zitrone! Ja, finde ich auch, ne? Du sagst es, wie es ist.
Und ich glaube, ich habe mir gerade schon wieder den Finger gehobelt. Ich fühle es. Das ist so typisch. So, ich habe mal das Öl sehr, sehr weit runter reduziert, weil ich gerade ein bisschen länger brauche als erwartet. Chilis kann ich eigentlich schon mal ausschalten soweit. Rote Zitrone. Ja, ein bisschen habe ich mir was weggesäbelt, ne? Proteine! Ja, mehr kriege ich da wohl nicht raus. So, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das da oben wird lustig, da rauszukriegen. Ah, Zitrone. Mein Erzfeind. So. Einmal hier durch die Dinger durchfahren. Ne? Ich sag's euch, die hasst mich. So. Erstmal abspülen, sonst kriege ich die später nicht sauber. Und jetzt grob schon mal die ganze Zitronenscheiße daraus bringen. Perfekt. Wie Zahnstocher. Ja, mit Zahnstocher überhaupt. Denkt an, Pelle immer knusprig anbraten. So in etwa. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was die von mir jetzt wollen. Kreuzkümmel, Koriander, Kümmel und dann die Chilis. Okay, da kriegen wir hin. Ein bisschen Schnupfen habe ich heute tatsächlich. Okay. Boah, erstmal einen Teelöffel. Ah, bei Kreuzkümmel bin ich immer vorsichtig. Wenn du da zu viel reinpackst, schmeckt alles nach Kreuzkümmel. Mal wieder ein bisschen hochdrehen. Na komm. So. Guck mal, ob man da was sieht. Ich habe keinen Schimmer. Ja, ihr seht jetzt zumindest meine Kochfläche. Glückwunsch. So, da war der Kümmel, da war der Kreuzkümmel. Wir benutzen so selten Kümmel und Kreuzkümmel, dass die Dinge halt schon uralt sind. Also wirklich uralt, aber ein bisschen wenig. Puh, riecht aber streng. Boah, Alter. Was haben wir hier noch drin? Koriander. Ich habe jetzt kein Korianderpulver, ich habe jetzt Koriander. Damit müssen die leben. Bisschen mehr Koriander, oder? Der schadet nicht. Ne? So, was brauchen wir noch? Dann die Chilis. So, Chilis. Wie bekomme ich jetzt euch von der einen Seite in die andere? Ich habe doch so eine Schöpfkelle. Elitär. Ne? Was ich alles hier habe. Und das liegt auch nur meine Mom eigentlich. Hey, du kommst auch noch mit. Na komm. So, die ganz scharfe muss natürlich auch noch mit rein.
glaube, ich habe gerade wieder gechisst. Können wir eigentlich schon ausschalten. Ja, dann werde ich schon pürieren, glaube ich. Das würde nicht anders gehen. Im Mörse wird das eine Sauerei. Guter Wein, je älter, je intensiver. Mixer-Pürien. So. Ich habe auf jeden Fall Mixstab. Das sollte doch auch funktionieren. Na komm her. So. Und ich mal ein geeignetes Gefäß. Den nehme ich denn dafür? Nehmen wir mal den Messbecher. So. Ich glaube, ich habe tatsächlich letzten Endes ein bisschen zu wenig Öl genommen. Aber das ist meines Erachtens jetzt gar nicht so schlimm. Weil wie gesagt, so viel brauchen wir nicht. Und ich werde das wahrscheinlich erstmal nicht so schnell wieder benutzen. Ich wüsste zumindest nicht für was. So. Wo püriere ich dich jetzt? Dieser Moment, wenn man mal wieder zu wenig Steckdosen hat. Ich mache das mal ganz kurz hier drüben. Brauche ich denn jetzt mein Pürier? Ach da. Blabla, Kochdive, ja. Tatsache. So. Ich muss mal ganz kurz hier rüber und pürieren. Bin gleich wieder da. Ah, heiß! Ich möchte nichts sagen, aber es sieht aus wie Scheiße. Also es riecht gut, aber es sieht aus wie Scheiße. Geh ab da! Ach scheiße, ich habe was vergessen. Ich muss die Zitrone noch mit reinpacken, glaube ich, ne? Und ich habe mir an den Arm gechisst. Boah, Alter, ist das scharf. Alter, boah. Da brennt mir gerade die Gosche weg. Scheiße, ich hab den Zitronen. Oh, da ist das scharf. So. Zitronensaft und Abrieb muss noch mit rein. Aber es muss nicht mit püriert werden. Gut, das ist schön. Mit Salz muss ich es dann noch abschmecken. Und dann den nach Koriander untergeben. Die Sache mit den Steckdosen, also sollte ich hinausbauen, kommen da in jeden Raum mindestens 10 rein. Ja, absolut, ne? Ich denke mir das auch. Meint ihr schon? Boah, uff, Alter, ich sag dir das Ding. Da burnt dir die Seele aus dem Leib. Mal kurz gucken, ob ich hier den Rest noch ein bisschen abbekomme. Wo ich denn jetzt meinen Löffel hin? Ach da. Ja, man möchte ja nichts vergolden. Sobald ich hier noch was abkrieg. Ja, aber so wirklich glaube ich nicht. Oh, Alter. Da brennt es einen förmlich in den Augen. So, schon mal vorab gewaschen, aber den mache ich dann später fertig. Heute. So, dann kommen die Zitrone rein. Oh, die riechen gut. Die riechen echt super. Na komm, oder bleib nicht da oben kleben. So. Na, damit ihr euch da mal geben könnt, wie krass das aussieht. Moment. Das sieht aus wie Scheiße. Das sieht wirklich aus wie Scheiße. Ja?
Gut. Ich brauche noch den Zitronensaft. Habe ich gerade gelesen. Wo ist mein Handy? Da. Riecht auch so. Nee, riechen tut's nicht so. Der lecker Knoblauch. So. Zwei Esslöffel Saft. Ist ja auch wieder nix, ne? Zwei Löffel Saft. Gehackter Koriander. Pfui, weg damit. So. Da habe ich doch eine Presse. 20.000 Auflaufformen und sonstiger Krams. Und eine Unordnung hier, wie sonst wird. Oh, puh. Na komm. Gib mir deinen Saft, du geile Zitrone. Können wir so auf den Mars fliegen, gerne alles mitnehmen? Nee. Da bleibt alles schön hier. Ne? Alles bleibt schön hier. Du wirst das Licht wegschmeißen. So, was sind denn hier? Zwei Esslöffel. Flup. Nummer 1. Nummer 2. Der Rest kommt einfach in mein Wasser. Bleibt alles wie es ist, ob du hier bist und nicht. Genau, du hast es richtig erfasst. So. Muss ich hier mal mein Müllding nehmen und mal ein bisschen aufräumen. Weg mit dir. So. Ich brauche aktuell nichts. So. Muss ich das jetzt verrühren? Sag mir, was ich tun soll. Mit Salz abschmecken, erkalten lassen. Erst danach den Koriander untergeben. Ich soll das erkalten lassen? Na, gut. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang, würde ich mal behaupten. So, bisschen Salz. Ja, du bleibst erstmal da drin, sonst gibt das nur wie eine Sauerei. Gut, ich stelle mir erstmal auf die Seite, muss ja erstmal kalt werden. Und dann kommen wir eigentlich schon zum, also was heißt schon, wir sind ultra langsam, aber who cares? Dann kommen wir eigentlich schon zum Hauptbereich. Jetzt müssen wir nämlich erstmal ein bisschen schnipseln. Gottes Willen, ich sollte echt mal ein bisschen ruhiger machen. So. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Kürbis an. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Tatsächlich schnippel ich. Ja, ich habe da auch nichts dagegen. Sag ich mal so, wie es ist. So, und zwar, jetzt schauen wir mal. Oh ja, mir läuft die Nase wie nichts. Zwiebelwürfeln, Knoblauch feinhacken, Ingwer reiben, Kürbis entkernen und in etwa 5 cm Stücke schneiden. Schon wieder Knoblauch. Ja? So, womit fange ich denn jetzt am besten an? Komm, wir machen erstmal die Zwiebel. Bah! Ja, foolish, ich merke schon, so einige Rezepte, die ich hier bekommen habe, die werden dir wahrscheinlich nicht so gut munden. Gehe ich von aus. Du bist nicht so scharf wie das andere, dich muss ich mal nachschleifen. Wie es scheint. So, ja, das geht besser. Fup. So. Es stand nicht, ich soll die Zwiebeln fein hacken. Das heißt, ich mache die mal ein bisschen grober. Da das am Ende ja alles in der Pfanne landet, ist das, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Dann werden die nicht so schnell dunkel, beziehungsweise nicht so schnell durch. Weißt du, Zwiebeln schneiden finde ich gar nicht schlimm. Aber was ich richtig ätzend finde, ist das Zwiebel schälen. Das macht mir keinen Spaß.
Je nach Zwiebel geht das relativ simpel oder halt richtig beschissen. So, mal kurz wieder umstellen. Glückwunsch. Bist du immer so tollpatschig? Absolut, aber ich schneide mich nie. Ich hobel mir nur mit irgendwelchen Hobeln in den Finger. Ich bin ehrlich, mein Guter, essen würde ich alles, weil es dir Mühe gekostet hat. Oha. So. Ja, ich finde immer, man muss ja Sachen nicht essen, wenn es einem nicht schmeckt. Beziehungsweise, wenn ich jetzt halt Koch wäre und wüsste, dass jemand kommt, der das gar nicht mag, dann würde ich mich persönlich halt auch ein bisschen darauf einstellen. Es ist zum Beispiel auch so, ich esse halt schon relativ scharf. Meine Mom isst aber relativ wenig scharf und die verträgt das auch nicht. Und entsprechend muss ich halt dann mich da ein bisschen nach meiner Mom richten, wenn ich da für sie mitkoche. So. Weil sonst kann die das halt nicht essen. Das ist halt auch scheiße. Machen wir mal ein bisschen gröber. So. Es ist irgendwie immer noch so fein. Ich weiß nicht, Zwiebeln grob schneiden, das kann ich irgendwie so gar nicht. Bin ich irgendwie zu inkompetent für. Ich sag das nicht zweimal. Ich bin jetzt da. Es steht zwar eigentlich eine Zwiebel drin, da die Zwiebeln aber verglichen klein sind, nehmen wir einfach mal eine zweite. Ich habe nämlich extra noch eine geholt. Ich muss mir unbedingt irgendwann mal auch neue Messer holen. Irgendwann, Betonung liegt auf irgendwann. Die Messer, die ich jetzt aktuell habe, die ihr jetzt halt hier im Einsatz seht, wir hatten damals einen Ponyhof hinter einer Kneipe. Die Kneipe hat irgendwann gebrannt und das war das, was wir noch rauskohlen konnten zum Beispiel. Auch der Tisch, den wir hier haben, ist aus der Kneipe. Den haben wir dann wieder aufgemöbelt. Ich sag's euch, ich habe noch nie so einen robusten Tisch gesehen. Also, ne? Warum soll ich das verschmähen? Oh, die Zwiebel hat hier eine kleine ekelhafte Stelle. So, weg damit. Moin, geiles Shirt hast du an. Ein Ponyhof hinter. Ja, das ist ein bisschen lange Story. Also, meine Mom hat sich damals gesagt, sie möchte so einen Ponyhof für Kinder. Also, so hey, man führt das Pony und das Kind sitzt drauf und blablabla. Das ist super gelaufen. Der Punkt ist, in der Stadt einen Ort zu finden, wo du das machen darfst und wo du halt auch bezahlen kannst am Anfang, das ist halt gar nicht so ohne. Und dann ist es darauf hinausgelaufen, das lief dann irgendwie über einen, ich glaube über einen Kollegen oder sowas. Und dann ist meine Mom da mit ihrer Freundin sozusagen zu dem hinter der Kneipe. Das ist ein Riesengarten, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ein Riesengarten gewesen, den haben wir am Anfang komplett von allem möglichen Gestrüpp befreit, weil der komplett zugewuchert war. Wir hatten da irgendwann noch Hühner und alles Mögliche, das war schon ziemlich geil. Also, ne? So. Mal kurz gucken, was muss ich noch schneiden? Der Knoblauch, das, was dem Foolish am besten schmeckt, habe ich gehört. Und die wollen den Ingwer reiben? Ja, gut, verstehe ich. Ich habe doch hier meinen heiligen Teller. Na komm, wir machen den mal so. So, 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 so. Na, man merkt, ich muss mich halt immer so nach vorne bücken, wenn ich stehe, weil der Tisch zu klein ist, und das ist halt immer so auf Dauer nicht so geil. Ich hasse dir. Ja, und im Endeffekt hat man das Reiten dann nicht hinter der Kneipe gemacht, sondern da gab es einen relativ großen Wegfläche etc. Da ist man dann mit den Ponys dann geschwurbelt. Ingwer. Und das Foolishs Bestes Knoblauch. Leg Steine drunter, also Ziegel oder so, dass der höher kommt. Ja, aber ich, weißt du, der Punkt ist, der Tisch steht noch nicht mal in dieser Position normalerweise. Der Tisch steht normalerweise genau in der Mitte von dem Raum und ich muss den halt eh schon umschieben. Und wenn ich dann auch noch Ziegel drunter stelle, weißt du, ich sitze momentan eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden
vorher, vor dem Stream, bevor der Stream überhaupt beginnt, sitze ich da und muss alles einrichten, muss den Stream einrichten, muss die Sachen vorbereiten, aus dem Keller holen. Entsprechend, ne, irgendwann hast du halt einfach keinen Bock mehr, noch zusätzlich was zu machen. Demnach, mein Gott, damit kann ich leben. So, wie viel Knoblauch wollen die denn? Foolish, 3 Knoblauchzehen. Dann ist das Rezept für dich, ich sage dir. Wenn die Kinder beschäftigt sind, kannst du einen picheln. Keine Mutter, Vater gehen und wenn Kinder mit Ponys sind, sind sie in der Kneipe. Ja, zum Beispiel, das war eigentlich der Grundgedanke von dem Wirt, glaube ich. Es ist zwar häufig nicht so passiert, aber grundlegend war der Gedanke, hey, wenn die Kinder weg sind, dann können wir was anders machen. Können wir saufen oder so. Ich annulliere meine Subs. Keine Rückerstattung, mein Freund. Es gibt keine Rückerstattung aufgrund von Knoblauch, es tut mir leid. Außerdem ist es eine Abo-Falle, da kommst du nicht mehr raus. Tut mir leid. Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Ich habe letztens auf Twitter mal einen Tweet von jemandem gelesen, von Berserker. Und ja, der heißt wirklich so. Er spielt normalerweise Dead by Daylight und so, glaube ich. Also darüber habe ich ihn kennengelernt. Ich weiß nicht, ob er ab und an was anderes spielt, aber der spielt echt krass Dead by Daylight. Und das fand ich schon immer cool, dem zuzugucken. Ich habe nur momentan gefühlt keine Zeit. Und er hat letztens gemeint, er hat auf irgendeinen Kanal geguckt und der Typ hat wohl förmlich nach Subs gebettelt und gemeint, so streamt er nicht mehr und irgendwie so ein Kram und hat irgendwie Gewinnspiele für Subs gemacht, was in Deutschland verboten ist und so weiter. Hey, im Ernst? Hallo? Man meldet den und es passiert wohl einfach nichts. Und da fragt man sich dann schon so, geht das mit rechten Dingen zu? Aber weißt du, da kam dann auch irgendwie die Aussage so mit 100 100 Zuschauern oder sowas. Ich meine, das ist für mich jetzt zum Beispiel halt schon eine krasse Menge, aber mit 100 Zuschauern kannst du dir ja keinen Lebensunterhalt verdienen. Und dann meinte der so, ja, wenn die Subs noch niedriger gehen, dann das geht nicht so weiter. Weil dann kann er sich ja sein Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren und so Kram. Da dachte ich mir so, hä, what? Mit 100 Zuschauern Lebensunterhalt? What? Einfach nur what? Manchmal, weiß ich nicht, läuft schon komisches Gesocks rum. Und ich meine, ich bin schon komisches Gesocks, aber das ist schon gleich wieder bei dir. Jo. Aber das ist schon weird, muss ich sagen. Solche Leute, weiß ich nicht, ob die noch einen Hang zur Realität haben. I don't know. Oh, da hängt ein bisschen Haut dran. Weg damit. Flup, 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 flup. Ich weiß nicht, so Kleinkram zu schneiden, ich glaube, dafür bin ich einfach zu klobig. Den kriege ich nie so hin, dass ich in einem Wisch schnibbeln kann. Hab ich da noch eins vergessen? Ach, scheiße. Ich glaube, da hacke ich auch nochmal drüber. Ah, du bist ja sehr komisch. Ja, Mülle, aber da. Das ist ja gerade der Richtige, weißt du? Das ist ja gerade der Richtige. Hey, aber ganz ehrlich, ich bin glücklich, nicht so zu sein wie jeder andere. Also hier so, keine Ahnung, manche Leute. Ich habe bei manchen Leuten inzwischen das Gefühl, die unterscheiden sich halt gefühlt nicht von anderen Menschen, weil sie den versuchen, irgendwie nachzueifern oder so. Das geht halt voll auf den Sack. Ich schneide wie ein junger Gott, möchte ich mal anmerken. Also absolut nicht. Wie gesagt, Knoblauch, das ist klebrig, das ist klein. Da bin ich immer zu dumm, da zusammenzuschnibbeln. Da hacke ich am Ende immer drüber wie so ein Holzfäller. Flup, 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 flup. So.
Und Mölle, wie war Arbeit die Woche? Du hattest jetzt Spätschicht, meintest du, ne? Weil ich jetzt noch. Mein Hirn ist momentan so. Und nein, keine Sorge, ich fahre hier nicht mit der scharfen Seite runter, drüber, ja? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Unmensch zu meinen Messern. Oder? War jetzt meine Bombe, die ich irgendwo unter meinem Herd versteckt habe, glaube ich. So. Ja, das sollte reichen. Jo, hatte ich behindert wie Hölle, aber hab gekündigt. What? Warum hast du gekündigt? Die einzigen Messer, die bei uns zu Hause noch scharf sind, sind meine Machete, Kampfmesser. Oh Mann. Ja, dann musst du mit denen schneiden, hilft alles nicht. Wenn ich so gute Messer hätte. Oh. Wie gesagt, ich würde mir eigentlich ganz gerne mal so richtig krasse Messer holen. Aber da reicht der Budget momentan nicht so wirklich aus. Mal gucken. Irgendwann die nächsten Monate wird er bestimmt dazu kommen. So, den Knoblauch würde ich gerne ein bisschen später reinpacken. Schon mal kurz. Zwiebelwürfeln, Knoblauch reinhaken, Ingwer rein. Ich muss hier mal das Handy so einstellen, dass das nicht permanent wieder ausschaltet. Das nervt mich mal mega. Wo macht man denn das? Anzeige und Helligkeit, kann das sein? Ah, Ruhezustand. Weg mit dir. Was? Sie können ihn nicht ausschalten? Ja, 10 Minuten. Na, easy. Oh, jetzt kommt der Kürbis, oder? Und Ingwer. Die Machete ist mein Double-Messer für Brote schmieren. Was? Ja, Brote schmieren. So läuft das. Ja, mache ich auch immer in meiner Freizeit. Ich finde es so schön, wir haben inzwischen so kleine Schälchen, die sind einfach perfekt für so einzelne Ingredienzien. Davon haben wir gefühlt eine ganze Ansammlung. Jetzt brauche ich noch eine andere Reibe. Reibe! Haben wir jetzt auch gefühlt 3 Millionen Reiben. Möchte ich nochmal anmerken. Bin mir nicht sicher, ob die schon zu groß ist, aber hey! Für Ingwer wollen die denn da rein haben? Ingwer. Ein Esslöffel. Ach komm, ein bisschen mehr schadet, glaube ich nicht. Andi läuft elektrisch, wie ich sehe. Ja. Ich bin ein Alien. Nehmen wir mal. Wo fange ich denn an? Nehmen wir mal so einen Zipfel hier. Und nehmen wir mal doch einen kleinen hier. Zack. Na komm. Ab da. So. Schauen wir mal, wie viel wir da rauskriegen. Dann wird es ein bisschen witzig, weil die Dinger zu schälen finde ich immer absolut zum Kotzen. Das kriege ich mit dem Schäler irgendwie nie hin, deswegen mache ich es mit dem Messer. Und da ist schon das erste am Boden gefallen. Zack. Aber wenn du ein scharfes Messer hast, dann geht das eigentlich relativ gut. Na komm, geh weg da. Ich finde das immer lustig, weil alle Leute sagen immer so, hä, Euda, bist du wahnsinnig, hier mit so einem großen Messer so kleine Arbeiten zu machen. Ich komme besser zurecht mit so einem großen Messer. Diese kleinen Messer gehen mir voll auf den Sack. Die sind einfach zu nichts zu gebrauchen. Mein Gott, wenn ich mich schneide, dann schneide ich mich halt. Kann ich auch mitleben. Meckere ich wahrscheinlich erstmal rum wie ein Rohrspatz, aber who cares? Wie gesagt, ich reibe mich eher. Ich reibe mich eher. Das ist nicht so geil. Wenn du dann so richtig schön in den Finger reibst, dann ist vorbei. Kannst du eigentlich gleich schon mal einen Bestatter anrufen. Oh, der hat mich die ganze Zeit irgendeine Scheiße runter. So, jetzt aber.
Wenn wir hier gucken, der hat ganz viele Nippel dran. Ich glaube, das schneide ich immer ein bisschen separat. So. Der Punkt ist, wir haben jetzt Zeit. Ja? Okay, du Nippel gehst ab. Tschüss. Wir haben ja Zeit und entsprechend muss ich mich ja da nicht abhetzen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich entsprechend schnell schneiden würde und entsprechend schnell hier das schälen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch in den Finger säbeln. Wenn man das mit genug Ruhe und Konzentration macht und die Hälfte nach unten schmeißt, läuft das richtig gut. Ganz besonders wichtig ist der Aspekt Sachen nach unten schmeißen, ne? Dass man später nochmal Nippel, ja, schau, das Ding hat einen Nippel an der Seite. Richtig geil, oder? Hey, scheiße, schon wieder was runtergefallen. Ich sollte vielleicht noch über dem Brett messern hier. Schauen wir mal, was wir davon überhaupt noch zu gebrauchen ist. Der liegt hier auch schon ein bisschen rum. So. Jetzt wollen die, dass ich den reibe. Dann wird Lust. Oh, ich hab grad mit dem Messer den Apfel erstochen. Alter, wenn das Ding schon so klein ist. Ich reibe mich so hundertprozentig, der arme Apfel. Gebetet. Absolut. Alter, ich habe so Angst, dass ich mir gerade den Finger raspe. Nein, tu es nicht. Komm, kann ich da vielleicht sowas drüber legen? Hier. Nimm den statt mir. Ja, komm schon. Die Raspel ist mein Todesfeind, ich sag's euch. So, jetzt aber. Bisschen Raspel an die. Ja, ne, dann hast du roten Ingwer. Oder vorhin wäre es wahrscheinlich fast rote Zitrone geworden. Das ist immer nicht so witzig. Boah, der riecht auch echt stark, wenn man ihn raspelt. Ich muss sagen, ich packe mir Ingwer gerne mal in den Tee oder sowas. Oder einfach nur ins Wasser. Das schmeckt ganz gut. So heißes Ingwerwasser, Alter. Das hilft auch wunderbar Erkältung, habe ich immer das Gefühl. Alter, wie sich hier so ein Fusel sammelt. Ich denke, da haben wir doch schon mal eine gute Menge. Mir ist übrigens heute aufgefallen. Ich habe das vorher nicht gewusst, muss ich sagen. Aber es wäre mir wahrscheinlich auch egal gewesen. Ich schaue das eh nicht. Aber mir ist heute erst aufgefallen, dass heute Friendly Fire ist. What the fuck? Warum ist mir das so entgangen? Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da auch nicht so das Bedürfnis, da jetzt zuzugucken. Ich sag mal, wenn ich jetzt halt von Twitch leben müsste, wäre das wahrscheinlich heute nicht der beste Arbeitstag. Schauen alle was anderes. Aber wie gesagt, da wäre fast der Raspel an den Finger gewesen. Ich sage es euch. Ich habe schon an meinem Nagel gefühlt. Ich habe vor keinem Gerät Angst, außer vor Raspeln. Ich würde vermutlich meinen halben Finger raspeln, bevor ich das mitbekomme. Ja, ne, gerade schon wieder gemerkt. War schon ganz schön knapp. Und am Ende ist immer alles voll mit Ingwer hier. So. Ist das ein Esslöffel? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich raspel einfach noch ein bisschen vor mich hin. Erstmal Clip gemacht, wa? Ah, das sollte reichen.
bevor ich mich da wirklich noch den Finger säbel. Ich hoffe mal, ist da, also es ist zumindest einer entstanden, aber wie gut der jetzt, oder ob der das jetzt genauer erwischt hat, keine Ahnung. Ich kenne mich mit dieser, ich finde diese Clip-Funktion eh teilweise gar nicht so geil. Also ich finde, die ist relativ, weiß ich nicht, unübersichtlich oder vom Handling her nicht so optimal. So, zu viel Zeug hier am Tisch. Warum lege ich mein Handy mal darüber? So, Zwiebeln haben wir gemacht, Knoblauch haben wir gemacht, Ingwer haben wir gemacht. Jetzt kommt Apfel und Kürbis. Ich warte wieder auf die Ansage. Mölle, Clip! Ah, so, Kürbis. Na? Ich hatte das auf Instagram schon geschrieben. Ich benutze eigentlich lieber den hier, der Moschus- oder Butternut-Kürbis, weil der nicht so penetrant schmeckt. Es gibt halt alternativ, mal kurz diesen Zipfel hier vorne abschnibbeln. Voilà. Weg mit dir. Oh, so. Weil der Hokkaido, der schmeckt halt einfach so unglaublich penetrant. Und ich hätte nicht gedacht, bis ich das erste Mal gemacht hat, dass der Kürbis sich relativ gut schälen lässt. Ich habe das am Anfang wirklich auch mit dem Messer gemacht. Dann denkst du dir schon so, ja, easy, ne? Hello! Oh, Lisa, hi! Ah, Krieg. Krieg gegen den Kürbis. Also ich weiß nicht, wir brauchen, was ich jetzt gelesen hatte, 600... Ey, bleibst du da? Ich glaube 600 Gramm oder sowas. Ich kann ehrlich gesagt absolut nicht abschätzen, wie viel hier was ist. Aber das wird sich dann schon zeigen. Ich wiege da dann einfach grob ab. Wenn da jetzt halt plus minus 100 oder so ist, ist mir wurscht. Aber das Rezept soll ja von der von den ungefähren Maßen immer noch hinhauen. Na komm. So. Komm, sollen wir das rausschneiden? So. Ne? Fühle den Kürbis des Saftes. Nee, den Ingwer behalte ich noch. Werde ich mir später ins Wasser hauen. Krieg dem Kürbis. Hallo, Rezept. Da steht 500 Gramm Käse für Lasagne. Hallo, 50 Gramm. Was soll ich damit bedecken? Eine Ecke? 500 Gramm. Ich finde das immer so witzig, ne? Wenn da wirklich so 50 Gramm steht, denke ich mir wirklich so, what the fuck? Da kannst du vielleicht überall so einen kleinen Krümel draufhauen, aber es ergibt halt einfach nichts. Oh ja. Oh ja. Da ist ordentlich Zitrone drin. So. Tot im Kürbis. Na, ein bisschen trennen. 5 cm. Klingt für mich ein bisschen viel. Das sind keine 15. What the fuck, das ist viel zu groß. Wir machen das einfach mal so, wie ich mir das einbilde. So. Oh ja, so. Kürbis. Ne? Das ist. Ne? Sag ich heute, wie geht's dir? Sehe ich gerade jetzt. Wie geht's dir, mein Schätzelein? Fuck, ich muss noch Edeka gleich. Ach, Andi, ich hab mir ein Armband geholt. Schau ich mir nachher mal an. Moment. Sind zwar never 5 cm, aber who cares? Ja. Sind das Zentimeter? Ich glaube nicht.
Ich schneide immer viel zu soft und viel zu klein. Du bleibst aber so, wie du bist. So. Hey, komm her. So. Gute war heute Morgen noch auf der Post, um zwei weitere Teile meiner Bestellung abzuholen. Habe mich gerade wieder unter die Lebenden gewagt. Was für eine Bestellung? Hast du inzwischen deinen Rechner oder sowas zusammengebastelt? Oder was ist das? Ach, mein Mittagssnap. Hauptsächlich Klamotten. Ah! Ja, gut, muss auch ab und an mal sein. Die meisten Klamotten, die ich zu Hause trage, also zumindest so Oberkörperbereich, sind inzwischen alle relativ durchlöchert, Alter. Die kann ich echt nur noch zu Hause tragen, aber hey. Who cares? Das juckt mich einfach inzwischen so hart wenig. So. Ich hab doch irgendwo eine Waage. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz, wie viel das ist. Ich kann einfach ums Verrecken nicht. Da ist schon wieder was runtergefallen. Da interessiert es niemanden. Ja, richtig. Gut, wenn ich jetzt hier gefühlt mit Oberkörper frei rumlaufe, dann würde das auch Leute interessieren. Fänden die meisten wahrscheinlich gar nicht so geil. Aber hey. Ich kann aber was Positives vermerken, übrigens über die letzte Zeit. Wo ist denn die Waage? Ich bin übrigens dumm. Ich hätte die Waage erst eichen müssen. So. Ich kann was Positives vermerken. Und zwar habe ich abgenommen. Seit. Das war Knäppges. Ich habe wirklich abgenommen. Das finde ich. Also ich persönlich bin sehr glücklich drüber. Es war immer noch ein weiter Weg, um mal zu einem Gewicht zu kommen, wo ich sage, ja, damit lässt sich gut leben. Aber ich sag mal, besser ein Anfang als gar nichts, ne? So. 120 wiegt die Schüssel, alles klar. Alter! Ja, 3-Sekunden-Regel. Jetzt haben wir 500 Gramm, das heißt ein bisschen was von dem anderen Kürbis muss ich auch noch mitschnibbeln. Nehmen wir hier mal hier vorne das Stück noch, das sollte eigentlich reichen. Wie gesagt, wenn es ein bisschen mehr ist, ist es nicht der Weltuntergang, aber ich hätte zumindest gern mindestens die Menge. So. Wunderbärchen. Ach, da liegen ja noch zwei Kürbisstücke, hoppala. Ja, die waren jetzt nicht so schwer. Sollst dich wohlfühlen und für dich und nicht für andere. Ja, das schon. Aber ich fühle mich halt einfach nicht wohl mit dem Gewicht. Oder beziehungsweise ich weiß halt, dass wenn ich das Gewicht länger jetzt noch weiterführe, dass das halt entsprechende Konsequenzen mit sich bringt. 3-Sekunden-Regel ist scheiße. Ist scheiße. Nee, Dante, das ist nicht richtig.
wenn das Zeug flüssig ist und der Boden feucht ist und der Boden feucht ist, dann ist es wirklich so, wenn du aber ein trockenes Toastbrot zum Beispiel auf den Boden fallen lassen würdest, der auch trocken ist, dann passiert überhaupt nichts. Wenn das in einer gewissen Zeit, oder generell, das Ding kann auch eine Stunde oder so da liegen, das haben sie mal getestet. Wenn das eine Stunde da liegt auf dem trockenen Boden, da setzt sich so gut wie kein Keim fest und du brauchst halt eine gewisse Menge an Keimen in der Regel, dass das überhaupt zu irgendeiner Infektion führt. Jetzt haben wir 661, das passt. So. Damit bin ich doch schon mal ganz glücklich. Ich mal wieder auswage. Ja, mal Schluck trinken. Oh ja, das war notwendig. Ja, ist das, habe ich gerade irgendwo gesehen. Ja, und wenn schon. So. Du, ich habe das schon oft genug gemacht und ich bin noch nicht gestorben und ich bin noch nicht schwer krank geworden. Entsprechend kann ich behaupten, dass ich. Wenn du eine Immunschwäche hast, würde ich da vielleicht vorsichtig vorgehen, aber ansonsten, wen juckt das? Ich brauche noch einen Apfel. Und die Mandelblätter müssen wir in eine Pfanne ohne Fett rösten. Oh, da müssen wir vorsichtig sein. Da kann sein, dass sie uns anbrennen. Ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Ich habe jetzt halt hier noch sehr alte Äpfel, die man so vielleicht nicht mehr unbedingt essen sollte. Schauen wir mal, wie die innen aussehen. Bei innen sehen die aber noch gut aus. Perfekt. Nicht mal gewurmt, nicht mal mit dem Wurm drin. Dabei sind es Falläpfel gewesen, glaube ich. Glaube, die müssen wir auch schälen, oder? Entkernen und in Würfel schneiden. Ne, die wollen die Schale dran lassen. Das ist sehr interessant. Ich mache es mir mal gemütlich und schaue von der Couch aus weiter zu. Jo, ich wünsche dir viel Spaß dabei. So. Zack. Ich denke, dass der Apfel ins Essen kommt und da wird man die Konsistenz eh nicht mehr merken, früher oder später. Der geht wahrscheinlich eh ein. So, wie groß müssen die Würfel sein? Steht da dabei? Nö, ein Würfel. Machen wir mal so kleinere. Muss jetzt halt nicht ultra schön sein. Ich schneide mich nie, aber ab und an so im Eifer des Gefechts pieke ich mir mal in den Finger. Wow. Das ist schon elitär, muss ich sagen. Wo müssen wir noch ein Schüsselchen? Wieder tausend Sachen anbarzen, das ist normal. Danach setze ich wahrscheinlich wieder 3 Stunden beim Aufräumen. Genau. Nummer unten, Nummer 1 haben wir gemacht. In einem Tajin oder einer schweren Pfanne das Öl erhitzen und die Hähnchen. Genau, wir müssen jetzt erstmal die Mandelblätter rösten. Ah, da bin noch nicht so hundertprozentig glücklich mit. Das habe ich noch nie gemacht. Muss mal ganz kurz die Pfanne auswaschen. Und vielleicht mal den Herd abwischen. Den hat es ordentlich gefettet hier. Gut. Das haben wir auch. So. Schauen wir mal. Mandelblätter. Also ich habe jetzt Mandelstifte, aber das tut im Endeffekt keinen Abbruch. Außer später wahrscheinlich in der Konsistenz. Ich stelle mal ein bisschen niedriger. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich bin tatsächlich erstaunt,
dass der Rechner das Ganze so gut mit aufnimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass der da so vergibt. Hm? Wie viel brauchen wir jetzt? Mandelblätter? 3 Esslöffel, glaube ich, waren das. Wahrscheinlich schon wieder der 20. Esslöffel, den ich hier raushole. So. Perfekt. Habe ich denn meinen... Ah, da. Ich habe keine Ahnung, wie flott das jetzt geht. Ich habe gerade ein bisschen Shitty in der Buchse, muss ich sagen. Aber nur ein bisschen. Ich kann halt nicht abschätzen. Also man versucht halt und dann fliegt was daneben. Ne? Mein Bruder kann das mega gut. Ich bin so neidisch. Und wenn ich da versuche, irgendwann rumzuschmeißen, dann fliegt die Hälfte daneben. Ich wiese dich. Wenn ich dich ansehe. Was? Wenn ich dich ansehe. Du siehst dich, wenn du mich ansiehst, oder was? Ja, gut, ich bin ein Fass, ne? Da kann ich nicht verleugnen. Ja, jetzt geht's. So ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, hier wären die Mandelblättchen tatsächlich ein bisschen sinniger. Also rein so aus Erfahrungswert würde ich das jetzt mal so behaupten, weil die gleichmäßiger sind. Die Stifte sind sehr, sehr unterschiedlich groß. Das kann natürlich durchaus sein, dass man hier welche bekommt, die teilweise recht dunkel werden im Gegensatz zu anderen. Da muss man mal gucken. So, ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtig, da wird nämlich schon ein paar grenzwertig dunkel. Wegen dicken Körper. Ja, wie gesagt, ich sehe auch aus wie so ein Fässchen. Ich meine, da ähneln wir uns ja scheinbar ein bisschen. Erstmal auf den Teller umfüllen. Ich würde sagen, das hat erstaunlich gut geklappt und sie riechen gut. Kleiner. Ja, du wiegst ja im Endeffekt weniger, die kleinere Körpergröße, die gleicht das halt eigentlich mehr oder minder teilweise aus. Ja, und teilweise sind die Ticken dunkel geworden. Also das sieht jetzt auf der Kamera dunkler aus, als es eigentlich ist. Aber, ja, die passen, würde ich sagen. Moment. Mal kurz gucken. Bevor ich jetzt die Pfanne hier weiter Öl erhitze und... Ja, genau, jetzt müssen die Kohlen da rein. Und die wollen auch wieder Olivenöl. Da kriegen wir hin. Ich bin ja generell so ein Mensch, ich brate gerne mit Olivenöl. Man muss so ein bisschen mit der Hitze aufpassen. Weil da macht man sich das Leben sonst ein bisschen schwierig. Natürlich habe ich mir die Hühnchenkeulen vom Metzger meines Vertrauens geholt. Also bitte holt euch nicht diesen ganzen Schund. Das braucht es echt nicht. Wir drehen jetzt mal ein bisschen niedriger.
Ja, aber wir sehen sie gleich. Holla. Immer mit Ruhe. Habe ich irgendwo eine Zange? Mal ein bisschen runterdrehen. Ich habe keine Zange hier. Das ist ja. Ah, nee, da hinten. Schau mal. So eine Grillzange. Göttlich. Jetzt schauen wir mal kurz. Na, ja, das dauert noch. Machen wir mal ein bisschen. Sieht man das so besser? Das kann ich gerade echt nicht einschätzen. Es fühlt sich aber ein bisschen dunkel an. Ich glaube, ich mache das Licht mal so, dass es ein bisschen woanders hin scheint. So vielleicht? Ah. Alles nicht so optimal. Aber dann fehlt mir das Licht. Die Lichtverhältnisse in der Küche. Boah, ja. Lichtverhältnisse in der Küche sind ein bisschen scheiße, aber hey. Wenn du kannst, nimm ab, desto älter, desto mehr Probleme wegen Gewicht. Ja, richtig. Wie gesagt, ich habe auch inzwischen meine Schilddrüse korrekt einstellen lassen. Das hat endlich geklappt. Und ich habe tatsächlich seitdem schon ein bisschen abgenommen. Also ich habe jetzt schon ein bisschen mehr gewogen. Da bin ich schon ganz glücklich drüber, dass man überhaupt Erfolge erzielt hat. Ich hoffe, dass das... Geräusch vom Brat nicht zu laut ist. Nee, aber hohes Gewicht, du hast absolut recht, das ist nix, was geil ist, das, nee. Also hohes Gewicht ist einfach scheiße. Wie gesagt, ich merk's ja selber, ja, du bist halt auch außer Atem und bla und dieser ganze Kram. Oh, das schaut doch schon mal besser aus. Ja. Arme umdrehen, komm. Ja, können wir wieder hochdrehen. Ah, ich weiß, ein bisschen würde ich es auf der Seite noch machen. Schadet nicht. Ja, komm mal, dreh dich nochmal um. Hey, bleib da. So, warten wir nochmal ein bisschen weiter an. Ne, wie gesagt. Versuche auf jeden Fall abzunehmen. Es funktioniert inzwischen scheinbar auch. Also es trägt Früchte. Ich habe inzwischen mein Essen, also seit mehreren Wochen, mein Essen am Abend eingestellt. Also am späten Abend kurz vorm Bett gehen. Das macht so Unmengen viel aus. Ich kann es jedem nur empfehlen, der Probleme mit dem Gewicht hat. Wenn du kurz vorm Einschlafen Essen zu dir nimmst, dann wirst du zwangsweise zunehmen. Und wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, noch eher. Ne, du brauchst nur noch ein bisschen. Aber dich, ja, kann man auch noch ein bisschen lassen. Ich muss noch ein bisschen gucken, weil ich weiß nicht, wie stark die neue Pfanne ist. Nur keinen Wille verlieren. Bist du glücklich mit deinem Gewicht? Bist, ja. Ja, also ich brauche mindestens 40 Kilo, damit ich mal auf ein Gewicht komme, das, ja, ich sag mal, in einem Bereich ist, wo es nicht mehr hart bedenklich ist, sondern nur noch bedenklich. Und das ist schon Mist. Aber ich muss sagen, ich halte auch nichts von Extremdiäten oder von Kuren, weil du wirst danach unter Umständen wieder zunehmen. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Okay, noch ein bisschen. Du siehst doch inzwischen schon besser aus.
Guck mal, ich fasse noch ein bisschen höher drin. Ja, wie gesagt, also du hast absolut recht, man darf nicht den Willen verlieren. Wenn man die Hilfe braucht, das Sinnvollste, was du machen kannst, ist die Hilfe zu holen. Also lass überprüfen, ob irgendwas mit deinen Werten kacke ist. Ich weiß, Schilddrüsenunterfunktion, das ist immer so die Sache, wo man sagt so, das ist eine scheiß Ausrede. Ja, teilweise ist dem so. Teilweise ist dem so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht schon was aus. Das macht jetzt vielleicht nicht die Welt aus. Ne? Macht jetzt nicht die Welt aus, aber es macht was aus. Und da... Das ist schon mal der erste Schritt, wo ich sage, das macht Sinn, sowas zu machen. Oh, ein bisschen runter drin. Ein bisschen mit der Hitze spielen. Na komm, werd an der Seite. Da will ich dich noch haben. Ja? Ne? Also, ich sag mal, einerseits, wie gesagt, ein Arzt kann dir schon mal helfen. Ein Arzt kann dir auch, was die Ernährung angeht, helfen. Aber wenn es halt wirklich alle Stricke reißt und wenn du merkst, dass das alles ungesund ist wie Sau. Ich habe festgestellt, ein Psychologe kann da, oder ein Psychotherapeut, wie man den nennen möchte, kann da schon viel bewirken. Verdammt viel bewirken. Wird langsam. Da, 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 da. Mal so eine Frage aus Fun. Ist von euch gerade jemand nebenbei in Friendly Fire drin? Was läuft denn da gerade? Ist das noch die Pre-Show? Ich meine, ich habe es nur so am Rande gelesen. Ist das noch die Pre-Show oder ist das jetzt schon das Hauptevent? Und was läuft da gerade? Vielleicht habe ich auch mal so ein paar Live-Reporter hier dabei. Dann kriege ich zumindest was mit. Ne, man muss ja auch wissen, was abseits von seiner Küche gerade los ist. Oh, du siehst gerade schön aus, ja. Ich brate so ein bisschen langsamer, nur falls die Frage aufkommt. Ich brate ein bisschen langsamer, damit ich nicht mehr so viel garen muss. Das heißt, wenn das Ding dann im Ofen ist, dass es halt nicht mehr so ewig lang braucht. Ich würde sagen, ich kann eigentlich den Ofen schon mal vorheizen. Ja. Oh, warte, jetzt passt. Der Ofen ist leider größentechnisch nicht das Optimum. Ja, erstmal schön. Nie vergessen, ordentlich zu trinken. Ist übrigens auch was Abnehmen angeht. Was Abnehmen angeht, schadet das auch nie, weil je mehr du trinkst, desto mehr bist du gefüllt. Natürlich halt Wasser oder ungesüßten Tee oder sowas. Ja, mal gucken. Also ich glaube, was mir jetzt momentan noch fehlt, ist so ein bisschen der Sport. Ich war ja vor Corona im Fitnessstudio regelmäßig. Ja. Und durch Corona... Moment. Und durch Corona ist das halt alles so ein bisschen nicht versunken. Und spätestens jetzt mit den Lockdowns war es halt komplett vorbei. Fand ich ein bisschen schade. Das hat ja auch Geld gekostet, ne? Das darf man nicht vergessen. Ist ja dann einfach abgesoffen, mehr oder minder.
Ich drehe mal kurz runter. Ich muss mal ganz kurz das Rezept durchlesen. Wenn ich jetzt schon wieder... Da, mein Handy. So, und zwar... Die Zwiebeln packen wir mal dazu. Packen wir mal hier überall rundherum. So. Huch, du bist aber sehr grob geworden. Ich schneide mir noch ein bisschen nach. Wo ist mein Messer? Ach da. Uff. Vater einer meiner guten Freunde ist gestorben. Scheiße. Mein aufrichtiges Beileid. Ich weiß nicht, standest du zu ihm auch nah oder nur dann? Ich denke, wenn es dein bester Freund ist, dann, also ich kenne das so. Wenn man einen sehr, sehr guten Freund hat, dann ist man meistens auch irgendwo bei der Familie relativ per Du. Und dann hat man da natürlich dann auch eine entsprechende, eine entsprechende Bindung aufgebaut. Dann stelle ich mir schon, aua, ja, das habe ich mich gerade gebrannt, aua. Weil ich da auch schon wieder rumgriffeln muss. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass das nicht so geil ist. Ja, ein bisschen höher, okay. Das ist fettig, oder? Ach, so. Gehen wir mal auf 140. Um die 50, scheiß Corona. War das Corona? Oder war das irgendwas anderes? Bisschen weich ist da, etwa 6 Minuten. Knoblauch, geriebenen Ingwer, Kurkuma. Pfeffer. Fuck. Nelken? Hä? Nelken? Die haben die gar nicht dazu geschrieben, ihr Wichser. Das Rezept ist ja schon wieder pornös. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das machen. Jetzt drehen wir das nochmal um. Weißt du, wenn im Rezept oben nicht drin steht, dass du Nelken brauchst, wo habe ich denn hier fucking Nelken? Ich bilde mir ein, aber dass ich irgendwelche hatte. Ja, ihr könnt. Fuck, mein Handy. Ja, also mein Gewürzschrank ist ein Wunder. Das Ding ist riesig. Ja. Mal kurz gucken, haben wir irgendwo Nelken? Mal ein bisschen runterdrehen. Koriander. Was bist denn du? Steh nicht drauf. Nelken gemahlen. Oh ja, das sind Nelken. Da lübt der Lachs. So, machen wir wieder zu. So, mal ein bisschen so in die Richtung. Sieht man zumindest so halb was. Ja, dann freue ich mich davon, über Öl herzuschweben und heiße klebrige Bombe auf Egerhaft aus. Wow. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken hier. No! Ah, weg damit. So was kann ich gar nicht ab. Dieser ganze, ich weiß nicht, auch wenn das vielleicht nur ein Scherz war, dieser ganze Ausländerkram. Nee, ich will damit nichts zu tun haben. Ich halte mich inzwischen so weit wie möglich, oder kann ich euch mit Sicherheit so garantieren,
Ich halte mich aus der Politik raus. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich sag's euch. Knoblauch. Ich mache mal den Knoblauch dazu. So. Gut, der ist jetzt zur Hälfte auf dem Zeug gelandet, aber hey, das kriegen wir hin. So. Na, kommen wir da ein bisschen runter. Dann der Ingwer. So. Ja, packen wir da überall mit ein bisschen dazu. Ja, dann haben wir den Ingwer auch. Dann brauchen wir noch. Ich will keinen getrockneten Ingwer dazu. Ich glaube, den habe ich auch gar nicht. Bleibe ich einfach beim frischen. Zimt brauchen wir noch. Brauchen wir den Zimt? Ja, Kurkuma brauchen wir noch. Da brauche ich auf jeden Fall einmal. Ja. Eine ordentliche Menge Kurkuma dazu. Das gibt einmal die Farbe und grundlegend hat auch ein bisschen Geschmack. Jetzt drehen wir das Ganze noch einmal um. Oh ja, ein bisschen langsamer. Weil sonst verbrennen uns das Hühnchen, das wollen wir auch nicht. Das Gewürz mal ein bisschen untermischen. So, jetzt bekommt schon eine gelbe, kräftige Farbe durch den Kurkuma. Da bergt man relativ schnell. Sowas geht nicht so. Nee, das geht auch gar nicht. Das ist einfach richtig asozial. Sowas toleriere ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das einfach nur asozial, widerwärtig. Wenn ich bei mir ein bisschen weiter zurückgehe, habe ich auch irgendwelche Wurzeln, die irgendwo liegen, mal davon abgesehen. habe ich irgendwo Zimt? Zimt? Zimt, Zimt, Zimt. Schauen wir mal. Brotgewürz? What the fuck ist Brotgewürz? Ach da. So. Packen wir einfach mal noch gut dünken ein bisschen rein. So, nicht übertrieben viel, weil sonst schmeckt alles nach Zimt. Da will auch keiner. So. Ich drücke die Nelken. Habe ich die? Ne, die Nelken habe ich noch nicht rein. Hoppala. So, da sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Noch irgendwas? Cayennepfeffer brauchen wir noch. Den haben wir da. Der Streuer ist leider nicht sonderlich gut. Deswegen brauchen wir da immer ein bisschen Gekluppe. Aber das kriegen wir alles hin. So, jetzt schauen wir mal kurz, ob das Hühnchen nicht schon ein bisschen dunkel ist. Ja, das geht. Aber jetzt müssen wir eh gleich ablöschen, dann geht das wirklich. Hey, bleibst du da? Flupp. So. Ja, das geht noch. So. Jetzt kommt der Fond dazu. Die Kürbiswürfel, die Apfelstücke, da muss ich jetzt einmal umdisponieren. Also beziehungsweise das machen, was ich eigentlich geplant hatte, sobald es soweit ist. Wir wechseln jetzt auf den Ofen. Und zwar das Ding habe ich schon eingeweicht, das ist ein Römertopf. Das ist richtig, richtig geil, um Sachen zu schmoren. Und da ich diesen Tagine nicht habe, brauche ich halt eine Ausweichmöglichkeit. Und da ist das halt tatsächlich gar nicht so verkehrt. So. Wir füllen einmal um. So, Nummer 1.
Okay. Nummer 2. Und Nummer 3. So. Jetzt packen wir hier mal das Zeug reinkratzen. Schmeckt gut. Ist nur noch nicht salzig, aber das kommt noch. Wo habe ich jetzt meinen Schaber da? So. Sorry, falls ich gerade ein bisschen wenig auf den Chat eingehe, falls da gerade was kommt. Aber zumindest bis das im Rohr ist, möchte ich das kurz hinter mich bringen. So. Perfekt, jetzt kann ich mal ganz kurz gucken. Beefneil, hi. Ja, der DJ Prince ist auch da. Wie darf ich dich nennen? Hast du auch einen richtigen Namen? Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Mach hin, ich hab Hunger. So wie du aussiehst, kannst du sehr gut kochen, ja. Da hast du wohl recht. Ein toller Gewürzschrank. Ja, der ist riesengroß. Ist das nicht eine Shisha-Zange? Das könnte tatsächlich auch sein. Also ich habe auch mal Shisha geraucht, aber das ist schon ein bisschen her. Kann sein, dass die dafür mal missbraucht wurde. Oder dass die, weiß nicht, ob das eine, keine Ahnung, ob das eine Grillzange ist oder sonstiges. Brauchen wir kurz einen Schöpflöffel. So, komm mal her. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch den Koriander hacken. Genau. Zack, mir mal lecker Koriander. Zack. Da habe ich noch mehr oder minder frischen, der ist schon ein paar Tage alt, aber der sollte dafür noch hinhauen. Schon ein bisschen welk, aber das geht. 1000 Messer hier, das ist unglaublich. So, die Stiele esse ich persönlich nicht mit. Oder zumindest nicht großflächig. Ja, entsprechend entblättern wir das Ganze mal. So. Ja, die sind schon sehr, sehr weit. Die nehmen wir nicht mehr. Die können wir noch recht gut benutzen. Wie gesagt, der liegt leider auch schon die ganze Woche. Den habe ich ja zwar zum Teil schon benutzt, aber in kleineren Mengen gab es den tatsächlich im Laden nicht. Und ich esse jetzt nicht so viel Zeug mit Koriander, dass ich sagen könnte, das Zeug kommt ordentlich weg. Ist leider ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man sowas nicht für kleinere Haushalte oder sowas macht. Oder für Leute, die nicht gerade Tonnen Koriander brauchen in der Woche. So. Genau. Ja, wie gesagt, ich glaube, du hast recht, das ist eine Shisha-Zange. Ich habe übrigens, ich bin heute ein bisschen unaufmerksam. Cooler Bus hat mir gefolgt, danke dafür. Und der DJ Prince hat mich gehostet, dankeschön. Da ich gerade aktuell keinen Sound habe, ist das immer ein bisschen, muss ich mehr drauf achten, ab und an mal. Sorry, ich gebe mein Bestes. Aber Kochen vereinnahmt auch. Ne? Das nimmt meines Erachtens relativ viel Aufmerksamkeit mit sich. Ganz besonders, wenn du gerade was anbrätst und keinen Bock hast, dass es dir wegbrennt. Aber wie gesagt, vielen Dank dafür. So. Ich denke, da haben wir eine ganz gute Menge an Koriander zusammengekriegt. Mal auf die Seite. Und ja, wenn ich koche, sieht es währenddessen immer so aus. Im Nachhinein mache ich dann erstmal wieder gefühlt 1000 Stunden sauber. So. Das ist mein Stiel. Du kommst weg. Sollte reichen. Hurra, hurra, die Küche brennt. Der holt wieder eine. Hi.
Na, alles wird bei dir. Ziehen wir davon mal eine gute Menge für die Harissa. So, jetzt schauen wir mal. Müssen wir einmal den Fond hinzugießen. Ich habe mir jetzt seit gestern mit Suppengemüse noch ein bisschen Fond angesetzt. Das ist jetzt nicht die Welt, aber ich persönlich bin nicht so der Fan von. Bin nicht so der Fan von, da jetzt halt ordentlich zu übertreiben und fertig Kram zu nehmen, das schmeckt nicht. Da wir das nicht in der Küche, Pfanne weiter köcheln lassen, werde ich das erstmal ein bisschen vorsichtig machen mit dem Vor- und gegebenenfalls noch was nachgeben. Harissa können wir dazu packen. So. Ein bisschen. Das ist jetzt wahrscheinlich deutlich mehr, als es eigentlich im Rezept steht, aber meines Erachtens schadet das nicht zwingend. Bisschen einrühren an der Seite. So. Gut. Den Fond mal drin, die Kürbiswürfel müssen noch mit drauf. Mal halbwegs verteilen, weil sonst. Wie gesagt, normalerweise benutzt man eine spezielle Pfanne für, aber die habe ich nicht. Und meine aktuelle Pfanne ist, glaube ich, ein bisschen zu klein für den ganzen Spaß. So, das sollte aber reichen. Kürbiswürfel, Apfelstücke. Wie geht es dir? Wie lange kochst du noch live? So lange, bis das fertig ist. Ich muss noch einen Reis machen, muss das hier noch in den Ofen packen und was auf jeden Fall noch dazu kommt, ich werde wahrscheinlich noch einen Fenchelsalat machen, weil der Fenchel muss weg und bevor der verkommt, verarbeite ich ihn lieber gleich. Dann die Cranberries, wie viel habe ich da gebraucht? Honig kommt noch dazu. Wie viel Honig brauche ich? Honig, wo bist du? Da, ein Esslöffel. Dann mache ich mal kurz meinen Esslöffel sauber. Ach, so, hier hinten mal ein bisschen rumrandalieren. Was ist denn mein Geschirrtuch? Oh, ach, da hinten. Wie kommt das denn da rein? Ja, wie gesagt, der Fenchelsalat muss, der Fenchel muss unbedingt noch weg und. Ich finde es immer schade, wenn Essen verkommt. Also wenn man überlegt, dass andere Leute hungern, tut das irgendwie immer in der Seele weh. Und entsprechend verzichte ich auf sowas ganz gerne. So, es kommen noch, ich bin eigentlich kein Fan von Cranberries. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Kombination mit dem, was wir jetzt hier gekocht haben, ganz gut schmeckt. So, wir schauen mal. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt halt so eine Pfanne hätte, dann würde das Essen wahrscheinlich am Ende auch anders werden. Also wäre wahrscheinlich eher besser vermischt etc. In einem Römertopf wird es wahrscheinlich eher wie so eine, also keine Ahnung, Auflauf oder so. Ist ja auch schade. Absolut, absolut. Deswegen, also ich kann das auch ehrlich gesagt nicht gutheißen, wenn da jemand macht. Finde ich nicht in Ordnung. So, genau. Der Honig. Der Honig. Wo ist denn der Honig? Ach da, an der Seite hat er sich versteckt. Guck mal an. Der Honig, wir benutzen relativ wenig Honig inzwischen. Wir benutzen meistens eher vegetarische oder vegane Alternativen. Der ist leider schon ein bisschen kristallin, aber wenn der da jetzt halt längere Zeit drin bleibt, sollte der auch funktionieren. Na komm, drin da. Packen wir einfach mal in der Mitte drüber. Und dann sollte der sich auch ein bisschen verteilen. So.
Das Zeug dann vom Löffel zu kriegen, das ist tatsächlich dann eh ein Kunstwerk. Na komm. Der hat mich nicht lieb. Na komm, schmier dich an dem Kürbis ab. Das ist ja wohl nicht so schwer. So. Perfekt. Fehlt noch irgendwas. Ich schau mal kurz nochmal auf meine Liste. Harissa mit drin. Safran kommt noch rein. Orangenschale, verdammt. Da haben wir doch glatt was vergessen. Hm. Vielleicht kann ich dich während der Fahrt als Hörspiel hören. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt heute zu viel Sinnvolles von mir gebe, aber warum nicht? Wo ist denn jetzt die Scheißreibe da? Wofür habe ich die nicht sauber gemacht? Oh, das riecht so gut. Das riecht so richtig nach Weihnacht. Ich muss ich am Ende eh wieder von der Reibe abkratzen. Mal davon ab. Ich glaube, ich mache jetzt ASMR. Ah. Smörebröt, Smörebröt. Ramtamtam. Ja, da dachte ich mir auch schon. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn es fertig ist, auch in die Kamera. Dann könnt ihr euch mal ein Bild davon machen. Also optisch sieht schon meines Erachtens ganz lecker aus. So. Auch bei der Orange würde ich aufpassen, dass man nicht zu viel Weißes mit erwischt. Weil ich glaube, auch hier wird es sonst ein bisschen bitter. So. Teilen wir mal ein bisschen. Das ist eine ziemlich schlatzige Angelegenheit. So. Ich meine, das sind ja auch nur Nuancen, die man hinzugibt. Habe ich irgendwo noch? Hm. Wenn man wüsste, wo was in der Küche ist, ne? Dann ist es nur eine Sache. Da habe ich noch Reis. Ja, das ist der Vollkornreis. Der schmeckt mir gar nicht. So. Den Vollkornreis kriegt immer unser Hund. So. Ja, besser kriege ich es jetzt leider nicht raus. Bleibst du da? Das Messer wollte gerade fliehen. So. Mal kurz ausspülen. Wir sind eigentlich schon relativ weit. Würde ich fast behaupten. So. Und jetzt kommt noch Safran dazu. Jetzt die Frage, was eine Prise bei dem Zeug ist. Das ist so sündhaft teuer. Irgendwo. Hm. Muss ich ja mal diese Fäden rauszuzeln. Moment. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. So. Ich glaube, das ist eh schon zu viel. So. Ja, wer das wissen will, hier so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber das ist meines Wissens das teuerste Gewürz der Welt. Ich habe mal letztens geguckt, du zahlst irgendwie für. Ich weiß es gar nicht. Für.
Also der Kilopreis oder der, ich weiß nicht mehr, ob es nicht, nee, ich glaube der 100 Gramm Preis oder so, der lag so enorm hoch, wo ich mir dann denke, what the fuck? Wo ist denn jetzt der Korken? Da. Ich brauche nicht verschließen. So, die paar Fasern, die ich jetzt rausgezuzelt habe, die werde ich jetzt halt hier mal ein bisschen zerbröseln. Ja. Ich würde tatsächlich noch ein paar mehr nehmen. So. Voilà. Jetzt aber. Na, wir können ja mal kurz die Geschichtsstunde einführen. Wie viel kostet Safran? Ich glaube, das hatte ich auch noch von meiner Mom, sonst hätte ich das erst kaufen müssen. Das ist schon echt bitter. Also du zahlst pro 100 Gramm sehr, sehr unterschiedlich viel, wie ich sehe. Das liegt so zwischen 300 und 800 Euro. Also, da ist schon eine Hausmarke. Na, dann kannst du es mal auf ein Kilo umrechnen. Das ist widerwärtig. Was ich aber jetzt noch mache, ich werde jetzt noch einen Ticken vor drüber schütten, damit der Safran nach unten geleitet wird. Perfekt. Perfekt. So. Ich glaube, wir haben alles bis zum. Ich glaube, wir haben alles bis zum Ofen. Ich schaue nochmal ganz kurz sicherheitshalber nach. Ja, wir haben alles drin. So, damit ihr mal seht, was wir hier kredenzt haben. Relativ viel Flüssigkeit drin. Aber ich bin eher der Soßentyp. Das sieht doch ganz schnieke aus, oder? Sieht richtig bunt aus. Ich finde so Kürbis macht immer was her. Ein bisschen näher ran. Ne? Hier, man sieht auch die Cranberries. Die sind ein bisschen schlecht verteilt, teilweise. Aber hey, ne? So, nochmal ein bisschen umgeteilt. Und was war das mit dem Grünfutter auf dem Brett? Das ist der Koriander, der kommt nach dem Kochvorgang, beziehungsweise nach dem, auch jetzt bei mir in dem Fall, Backvorgang drüber. Also, das ist der Kram, Koriander solltest du auch nicht zwingend mitkochen, oder zumindest nicht länger mitkochen. Salz, Pfeffer etc., Koriander und Mandelblätter, das kommt alles am Ende drauf. Aber ich hau mal ein bisschen Salz jetzt schon rein, weil das ist noch gar nicht gesalzen. Also außer der Harissa, aber die ist nicht so viel, dass es jetzt wirklich viel ausmacht. Ich packe mir jetzt schon mal einen Ticken Pfeffer drauf. Schauen wir mal. Ja. So. Also wie gesagt, ich habe jetzt in dem Fall keinen Tajin, sondern einen Römertopf. Grundlegend, im Endeffekt wird das oben zugemacht und dann gart das vor sich. Gart das mehr oder minder vor sich hin und am Ende werde ich es dann nochmal eine Zeit lang aufmachen, damit das alles noch einen Ticken Farbe bekommt. Aber nicht so lang. So. Das müssen wir hier mal ein bisschen verschieben. Ja, das ist doch, das Haris habe ich selber gemacht. Das habe ich absolut selber gemacht. Du hast du hier. Das sieht aus, als hätte mir jemand in den Becher reingeschissen, aber egal. Ne? Oder? Sieht aus, als hätte man mir in den Becher reingeschissen. Ja, schön. Mal ein bisschen Späßchen machen. Jetzt hole ich mal das Oberteil raus. Wo ist denn hier mein... Ach, das. So. Das ist jetzt das Oberteil.
Da muss man halt vorher einlegen, weil Ton, ne, ist immer so eine Sache für sich. Und jetzt stellen wir das so lange in den Ofen, bis der Kürbis durch ist. Und natürlich auch, weil ich habe keinen Bock auf Viehzeug in mir. So. Das Ding passt genau da rein, das finde ich immer geil. So, das Ding würde jetzt lange brauchen, glaube ich. Oder länger. Wenn es zu lange drin ist, ist auch nicht schlimm, dann zerfällt es dir halt irgendwann. Muss man ein bisschen aufpassen. Packen wir mal das Handtuch da weg. Oder das ist richtig nass, das hänge ich mal kurz auf. So, wir setzen jetzt einmal noch den Reis an. Den Reis müssen wir noch ein bisschen waschen. Hoppala! Ich bin der Randale Heinz von Herrn. Das ist der Wahnsinn. Mir hat es gerade meine Lampe runtergeschmissen, ne? Möchte ich mal anmerken. Ah, ich bin ein richtiger Profi. Wo stelle ich dich jetzt am besten hin? Da hinten passt mir nicht. So, schau mal, vielleicht bist du hier besser. Oh Mann, ey. Einfach mit Profis arbeiten, ne? Oh Mann, Leute. Das ist echt nicht. Das ist doch nicht wahr. So. Was ich jetzt mache, trockne jetzt erstmal hier das Äußere von dem Topf ab. Sudale. Gut. Was habe ich denn für Reisauswahl hier oben? Du bist der ekelhafte Vollkornreis, das liebe ich nicht. Das ist Grünkern. Ja, nee. Milchreis. Was habe ich hier oben alles? Ich habe die schwere Vermutung, ich muss von unten Reis holen. Ja, die ist ja mal wieder gut vorbereitet. Na, wenn er sonst nichts, was würde Ramsay jetzt. Ja, Ramsay kann mich mal am Arsch lecken. Weißt du, der würde dann sagen, Idiot Sandwich, ne? Idiot. Englisch kann er nicht. Na, wenn er sonst nichts kann, dann wenigstens ordentlich Randale machen. Randale! Ich gebe dir da absolut recht. Das kann ich sehr gut. Habe ich keinen Reis mehr? Was ist denn los? Ist hier Reis drin? Bleib bloß da, wo du bist, vor. Wenn du mir auf den Boden fällst, habe ich ein Problem. Ich glaube, ich bin blind. Ich weiß es nicht. Milchreis werde ich jetzt sicher nicht benutzen. Einmal hier noch. Das Grieß. Hey, was habe ich denn hier alles in diesem Schrank? Ich werde mal, glaube ich, kurz in den Keller flitzen. Moment. Ich hefte dich mal kurz ab. Da ist bestimmt tolle Geräusche gemacht. Bin gleich wieder da, Leute.
Inwiefern kommt da der Prepper zum Vorschein? Erzähl. Oh Gott, ey, Krieg. Musste mich jetzt ja gerade. Hoppala. Sorry. Musste mich jetzt ja gerade unseren Basmati von unten holen. Das hilft alles nichts. Weil oben hat er sich versteckt. Was ist denn das jetzt? Habe ich keinen Reis mehr, da muss ich mal in den Keller. Hey, ganz ehrlich. Moment, Ding mal kurz umlegen. Ja. Ich halte das nicht für verwerflich, dass man irgendwas im Keller hat. Der Punkt ist nur, wie viel hat man und wie krank kauft man dann plötzlich auf einmal ein. Also bei uns hat sich das halt über längere Zeit angesammelt, dass wir halt zumindest einen grundlegenden Nahrungsmittelvorrat haben, wo man sagen kann, ja, da hast du halt mal was und musst nicht sofort wieder einkaufen gehen. Aber... Die Leute, die jetzt halt hier auf kurze Frist irgendwie tonnenweise Essen eingekauft haben, die haben noch alle einen Schuss weg. So, pass, Marty. Wir sind Freunde und du willst dich jetzt nicht über den Tisch verteilen, ja? Oh, oder? Mach ja auch einen Spaß aus. Ja. Wie gesagt, ich finde, das ist immer so eine Sache des Maßes. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Bist du vielleicht auch Basmati? Du siehst identisch aus. Ich benutze dich. Boah. Toll, dann bin ich jetzt umsonst in den Keller gelaufen. Bin doch bekloppt. Ja? Wer hätte das gedacht? Hab auch immer Nudeln und Reis im Haus, ja? Wie gesagt, wegen sowas will ich halt auch nicht permanent zum Einkaufen fahren. Das ist halt einfach nur nervig. So. Wir benutzen ungefähr bei der Menge Essen, die wir sonst haben, würde ich nur eine Tasse Reis nehmen. Machen wir die mal relativ voll. So. Ich muss erstmal Sieb holen. So. Du bist relativ fein. Hoppala. Dann waschen wir den erstmal einen Ticken. Und vielleicht sollte ich mal das Wasser ablassen. So. Ich glaube, soweit ich das kenne, sollte man Reis ja grundlegend waschen, aber keine Ahnung. Das mache ich jetzt auch nur, weil mir das meine Mom gesagt hat, ich koche zu selten Reis. Ich bin sonst eher der Kartoffeltyp, muss ich sagen. Na komm, raus da mit dir. Du wohnst da nicht. Ja, das ist nur ein Zwischenstopp. So, meines Wissens auf eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Einmal schlupp. Und einmal flupp. So, dann kochen wir das erstmal auf. Packen wir nochmal den Deckel drauf, erstmal kurz.
Wieder da. Kochst du immer noch oder schon wieder? Ja, das ist jetzt schon das Abendessen. Nein, Spaß. Mach ich auch, damit wäschst du die Reste vom Schleifen polieren. Genau, einerseits, und ich glaube, du wäschst teilweise, soweit ich das rausgelesen hatte, auch die Stärke etwas raus. Aber da würde ich mich nicht drauf festlegen. Also das ist jetzt meine Vermutung, aber I don't know. Ich bin kein Reismehl. Ja, also ich meine, Reis, ne? Ich glaube, dass das auch Stärke beinhaltet. Entsprechend würde ich das vielleicht schon machen. Also klebt ja das Zeug am Ende zusammen wie nix. So. Das Aufräumen mache ich später, weil ich habe gerade nicht den Platz, um aufzuräumen. Was ich jetzt aber mache. Mal kurz den Scheiß hier rauswaschen. Ich packe jetzt einmal kurz den Koriander um und dann kümmern wir uns mal um den Fenchel. So. Den können wir wieder wegpacken. Stellen wir es mal wieder um. Flup, flup. Glückwunsch. So, jetzt sieht man zumindest ein bisschen was. Ich packe mal ganz kurz den Koriander weg. Die Hälfte fliegt daneben wie immer. So. Ich finde das immer witzig, bei, wenn man sich so Gordon Ramsay oder so anguckt. Die sind am Ende von so einer Kochsession immer so ultra außer. Die waren mir nicht vergönnt. Die sind am Ende der Kochsession immer so ultra außer Atem. Und mich wundert das ehrlich gesagt auch nicht, weil der Typ hampelt da rum wie so ein Hyperaktiver. I don't know, warum man sowas tun muss. I don't know. So. Aber das ist ja alles. Kann er ja machen, wie er lustig ist. Es scheint ja auch bei genügend Leuten gut anzukommen. Vor allem eine Salatschüssel. Große Teile dieser Sachen sind tatsächlich noch von meiner Oma. Bei der Schüssel bin ich mir nicht sicher, könnte auch von der anderen Oma sein. Aber ich habe keinen Schimmer. Da kennt sich keiner mehr aus. Muss jetzt noch unbedingt sauber machen. So. Müll. Dich brauche ich noch. Und den Koriander können wir da auch mal reinpacken. Den Rest, der sieht echt nicht mehr gut aus. Der sieht nicht mehr gut aus. Ih, der klebt auch schon dran. Stich. So. Ich sollte mir angewöhnen für die Zukunft. Für die Zukunft einfach mal einen Mülleimer daneben zu stellen. Hatte ich nicht noch Mandelsplitter? Die müssen auch mal weg. Mandelsplitter. Die Cranberries, die kann ich wegstellen. So. Ich weiß nicht, wo ich es unterbringen soll. Ich habe keine Ahnung, wo die Nüsse hin sind. Aber wirklich null Ahnung. Ich glaube, die haben sie verdünnt. Ach, da hinten sind sie. Hinterm Laptop. Da stehen sie gut. Da stehen sie erstaunlich gut. So. Das da sieht wie veganes Essen aus. Das ist der Abfall. Ah, Tante, Alter. Ich esse jetzt mal ein Stück Ingwer. Oh ja. Huh.
Oh, der war fresh. Super fresh. Ich sollte mir vielleicht ein Pfännchen noch holen. Puh, oh, Alter. Puh. Fenchel. Zwei Stück. Wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. Den Reis muss ich mal runterdrehen. Und ja, Dante, das ist veganes Essen. Oh, ich denke, jetzt ist das Messer schon wieder hin. Schon wieder da hinten. Warum? So. Trennen wir mal das Zeug, was nicht so gut aussieht. Da kommt mal weg. Stift hier oben will nämlich keiner. Oh, der riecht so krass. Also ich sag mal, für Leute, die keine Lakritze oder Anis mögen, riecht er wahrscheinlich wie die Hölle. Weil er riecht halt einfach nach Anis. Aber ich mag sowas. Ich finde das ziemlich geil. So. Das Fenchelkraut oben kann man übrigens auch mit in den Salat schmeißen. Also im besten Falle nicht wegschmeißen. Der sieht noch in Ordnung aus. So. Schauen wir mal. Im besten Fall hacken wir das einfach mal in kleine, grobe, kleine Stücke. Man sollte es relativ dünn halten. Da ist mir schon wieder eine runtergefallen. Und der nächste gleich hinterher. Sollte nicht so nah am Rand schnipseln, ne? So, das können wir auch mal ein bisschen klein hacken. Also vom Fenchel kann man eigentlich, wenn er nicht schon alt ist, kann man eigentlich so wie alles benutzen. Man muss immer gucken, wie es aussieht. Also zum Beispiel haben wir hier die äußere Haut, da sind Teile dabei, die muss ich wegschneiden, aber ansonsten geht das schon relativ gut klar. So. Hab ich hier gar nicht durchgeschnitten? Ja, scheinbar. Was steht denn bei euch nächste Woche so an? Ich habe tatsächlich nächste Woche, also ich habe ja die Woche halbwegs Urlaub gehabt, also zumindest die halbe Woche. Ich sag's euch, die... Hier ist doch nur ein Westerbrett. Ja. Ich hatte die Woche halt halbwegs Urlaub, immerhin, aber der Urlaub ist so schnell vorbeigegangen, ich habe das Gefühl, dass es halt nur ein normales Wochenende war, ne? Morgen ist schon wieder Sonntag, gefühlt war gestern noch Mittwoch, also der erste Tag. Ich bin am Mittwoch erstmal um, sorry, ich habe geschlafen, die böse Aura. Ja, wahrscheinlich wieder durch meine Stimme eingeschlafen. Das hatte ich. Also durch solche Leute hatte ich im Chat, ne? Wir sind wegen meiner Stimme eingeschlafen. Weiß ich, rede ich so monoton? Sorry. Ist immer so, bevor die Erdbeerwoche kommt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Aber gut. Jetzt kann ich zumindest schon mal erahnen, wann du deine Erdbeerwoche hast. Was mir das jetzt bringt, ist selber dahingestellt. Ein bisschen flotter schneiden hier.
bin der Profi im Runterschmeißen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr Platz auf meinem Brett für andere Sachen gönnen. Ja, sorry, wenn du mir das da so hinschmeißt. Was soll ich denn machen? Aber ich hoffe, du hattest einen erholsamen Schlaf. Das schadet auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn der Körper das braucht, dann schläfst du halt einfach, wenn du nicht gerade irgendwas anderes machen musst. Oh, ich denke, ich weiß, worüber sie redet. Ja, ich glaube auch. Das angehauchte Schwarz ist noch in Ausbildung. Oh, Leute. Oh, Leute, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier wegschneiden. Bisschen was von der Schale muss auf jeden Fall, also von der äußeren Schale muss auf jeden Fall weg. So, schauen wir mal. Müssen wir hier mal ein bisschen anschneiden. Ist relativ dick. Ne? Zack. Ja, das muss noch weg, das ist ein bisschen alt. So, hier haben wir noch ein paar braune Stellen, die machen wir auch weg. Und hier ist noch eine. Ich glaube, den Strunk, da muss ich jetzt mal gucken, aber den muss man irgendwie rausmachen. So. Ja, doch, den würde ich fast rausschneiden. Das vierteln wir mal. Ist ja jetzt Gandalfs Flirt-Channel hier. Tobt euch aus, ich habe damit kein Problem. Solange ihr euch hier wohlfühlt, ist alles gut. So, schauen wir mal. Teilen wir mal nochmal. Man sollte versuchen, ihn relativ dünn zu schneiden, weil sonst hat man, sonst beißt man sich da gefühlt die Zähne aus. Na, schauen wir mal. Da war noch ein bisschen Gefiesel dabei. Passt soweit. Ich nehme mal, laufen alle am 8. aus. Hä, was läuft aus? Jetzt habe ich gerade irgendwie einen Brainfuck. What? Was läuft aus? Ich werde auch gehackt, holy. Oh, ich habe auch. Na klar. Ach so. Mein Gott, jetzt mit meinem Hirn. Ne? Eieiei, läuft einfach am 8. aus. So. So, haben wir hier nochmal den Strunk raus. Zackidi zack. Ich sollte mal kurz nach meinem Reis schauen, sonst setzt er sich wahrscheinlich wie. Ich glaube, ich sollte ihn vielleicht auch ein bisschen salzen. Mensch. Mit den E-Mails und so.
Wessen Emotes laufen dann aus? Ach so, war ein neues Geschenk da was. Wie frech. Das ist ein bisschen größer als vorher. Ups. Hätte ich vielleicht nur mal durchschneiden müssen. Ja, jetzt aber. Was kann ich tun, wenn ich kein Geld habe? Keine Ahnung. Geld verdienen? Ja, das ist immer so ein Teufelskreis, ne? Irgendwas gibt hier gerade komische Geräusche von sich. Ich glaube, es ist der Herd. Ist hier noch irgendwo direkt drin? Nö. So. In Serbien, in meiner Situation, Mission Impossible, ja. Das ist es halt immer. Ey Dante, ich hoffe, du kommst echt irgendwann in einer Situation raus. Tut mir immer so richtig leid, wenn ich das da höre. Das mit dem Corona hat wahrscheinlich bei dir auch einige Sachen verlangsamt, gehe ich von aus. Würde mich zumindest nicht verwundern. Als ich noch einen Big Shot Laden geöffnet in meinem Dorf. Was ist denn ein Big Shot Laden? Das kenne ich gar nicht. Sagt mir zumindest jetzt überhaupt nichts. Big Shot Laden? Das ist dann so ein weiß ich nicht, was ist das? Fackel den ab. Ich glaube, du hast aber auch in Serbien eine Rechtsprechung, oder? Da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig mit. Den Strunk hier schon rausgeschnitten? Na, ja, hier so ein bisschen noch. Ey, bleibst du da? Ich hatte mich beworben für den Job. Ich habe ja 10 Jahre Experience. Und? Was ist draus geworden? Nix. Gab es einen Grund? Beziehungsweise wenn es nichts war, gab es einen Grund? Er ist groß und stark, viele Laden überall. Okay. Ah. Und nix. Das ist ja kacke.
Und ich hatte keine Beziehungen. Hä? What? Beziehungen? Connections? What the fuck? Bist du nicht bei der serbischen Mafia, oder wie? What the fuck, was ist denn das für ein scheiß Grund? Hä? What the fuck? Hä? What the fuck? Warum hat sich denn der Tweet erstellt? Hä? Ich habe gar keinen Tweet geschrieben. Weird. Muss man nicht verstehen. Hey, Kabel! Verpiss dich! Ich schau jetzt mal ganz kurz in den Ofen rein. Warum lasse ich eigentlich immer die ganzen Sachen offen? Schauen wir mal, ob da was draus geworden ist. Ich hoffe, dass das jetzt hier die Hitze aushält. Also geruchlich ist es gut. Steche ich mal ganz kurz irgendwo rein. Ah, das wird. Das braucht nicht mehr allzu lang. Oh, heiß. Oh, war heiß. Der Schlemmerabteil. Moin. Du warst krass. Hi. Lange nicht mehr gesehen. Oh, Alter. Da habe ich das Gitter aber nicht richtig drin gehabt. Ah. Zack, wieder reinstellen. Oh, das ist ja ein geiles Arsch. Ja, schon, ne? Sexy. Ah, so, jetzt aber. Angekommen, rüste gleich auf. Rüstest gleich auf? Ja, Mann, wie geht's? Boah, ich kann mich beklagen. Ich schneide hier gerade Fenchel. Den ganzen Schmutz hier oben entfernen. Ja. Sehr geil, ja. Fenchelsalat hat was. Vorausgesetzt, du magst Anis. So schmeckt er. Schneiden wir mal die kleinen Stückchen raus, die braun sind. So, das kann auch noch weg. Und klebt hier noch einen Zettel dran. Weg damit. So. Sehr gut. Professionell. Ja. Schmeckt wie Anis oder Lakritz. Esse außer Pommes überhaupt kein Gemüse. Und dann siehst du so dünn aus, dann wäre ich aber wirklich neidisch, mein Freund. Mir fällt dauernd das Gemüse runter. Wahrscheinlich habe ich am Ende unten mehr Gemüse als oben. Wäre jetzt halt auch nicht so ein neuer. Ja. Dante und seine Hentai. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber den Gedanken hatte ich auch zwischenzeitlich mal kurz.
Nicht alle Animes sind Hentais. Bist du dir das sicher? Bei manchen Titelbildern bin ich mir nicht so sicher. Ja. Jetzt kommt hier mal weg. So, sehr schön. Nur die, die du schaust. Hochstelle, du kennst den Dante aber dann schon ganz gut, wa? Aufgerüstet. Oh, ja, Freude. Das meinst du. Dankeschön. Aber ich muss gestehen, ich glaube, ich habe gerade keinen Sound an. Kann das sein? Ist ja wohl Frechheit. Hörspiel ist jetzt vorbei. Ja. Ich teste mal kurz was. Mal kurz die Hose hochziehen, nicht, dass hier wieder der Vier sich rausguckt. Ich stecke jetzt halt einfach mal ganz kurz hier das Headset an. Vielleicht gibt es auch irgendeine Einstellung, die ich verpasst habe. Hey. Wo ist denn hier das Loch? Ich finde mein Loch nicht. Da. So, ich habe keine Ahnung, ob man das gehört hat gerade eben. Entsprechend, don't know. Sorry, falls der Alert nicht durchging. Vermutlich muss ich da eine Einstellung umstellen, dass das nicht über diesen Audioausgang geht oder so. Weiß ich nicht. Sante, Moinsen. Moinsen. Kommen die alle aus Hamburg oder was ist hier los? Oder Moin oder sowas kam ja aus Hamburg. Na, wie geht's dir? Sante. Nochmal zum Thema. Danke fürs Folgen. Stream. Meine Frau ist dabei auf. Was? Auf dem Beifahrer eingeschlafen. Bremerhaven. Ja, gut, ne? Ernsthaft, die ist auf dem Beifahrer eingeschlafen. Ach Gott, ey. Ich glaube, ich sollte eher so hören, so weiß ich nicht, so gute Nachtgeschichten oder so machen. Habe ich dann am Ende irgendwie nur noch Lurker drin, weil alle eingepennt sind. Kann man mal machen, ne? Ach, alles gut. Muss ich da nicht entschuldigen. Selbst, ja, ich kann mich nicht beklagen. Ich bin hier gerade noch schwer am Kochen. Wo kommt denn dieses Battle die ganze Zeit her? Geh weg. Bin hier noch schwer am Kochen und den Fenchler am Zerlegen, aber ansonsten bin ein bisschen betrübt, dass mein Urlaub übermorgen schon wieder vorbei ist. Dann hätte ich gerne noch ein paar Tage länger gehabt. Lecker Schmecker. Oh, ich sehe gerade. Danke für den Follow. Ja. Sorry, wie gesagt, ich höre momentan keine Alerts. Und ich glaube, wenn ich die jetzt hier auf Lautstärke anmache, dann habe ich hier eine Rückkopplung und da habe ich keinen Bock drauf. Aber vielen Dank für den Follow. Das ist mir gerade aufgefallen. So. Kein Ding. Ja, ne? Bedanken muss ich mich da trotzdem für, finde ich. Also, das ist ja nicht selbstverständlich. So. Ich weiß tatsächlich, wird es in einer Stunde mein Abendessen-Termin sein? Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Aber ich glaube, also, das Essen im Ofen, das braucht nicht mehr lang. Ich glaube, ich sollte auch da mal die Temperatur runterstellen. Ich muss mal einen Tick runter. Reis, wie sieht's bei dir aus? Sag mal. Ah, der Reis wird wahrscheinlich noch einen Ticken dauern. Wenn nicht noch wie versprochen die Küche brennt. Ja, das kann ich noch nicht versprechen, aber ich könnte die Vermutung anstellen, dass das noch passieren würde. So.
Da schneiden wir hier mal wieder den Strunk raus, der ist nicht so geil. Oh, ich sehe gerade hier, ist das äußere Blatt nicht so toll. War ich da blind beim Schneiden? Ich glaube ja. So, zack. Ah, ich glaube, der Gordon Ramsay hätte mich schon tausendmal als Idiot Sandwich bezeichnet, aber hey. Verdammt. Ich wollte das Ding noch mal teilen. So, jetzt. Ich lese gleich. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass da noch eine Nachricht drin war. Aber ich meine, ich habe ja auch nie behauptet, dass ich ein guter Koch bin, ne? Aber ich sage mal, ich kann schon. Wenn es ins Backen reingeht, wird es aber kritisch. Das haben wir letztens schon ein bisschen festgestellt. Bis ich den Teig mal ansatzweise hingekriegt habe. Das stimmt allerdings, aber sympathisches Kerlchen. So guter Kunibe. Ja, ich bin der, der irgendwie alle Viertelstunde seinen Namen ändert, so wie es scheint. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Also, das muss jetzt halt hier nicht noch 20 weitere Male passieren. Weiß nicht, ich bin seit Dezember auf Twitch. Also seit letztem Dezember. Und ich habe bis heute, ich glaube, dreimal meinen Namen geändert. Jamie Oliver kann von dir lernen. Also Jamie Oliver finde ich ehrlich gesagt recht schrecklich. Lustigerweise habe ich eine Pfanne von ihm, also so eine Tefal-Pfanne von ihm. Und ich denke mir dann immer so, Alter, wenn man seinen Namen schon auf Pfanne draufschreiben muss, dann hat man einem doch eh ins Gehirn geschissen. Ob die lang hält, weiß ich auch noch nicht. Demnach, don't know. Ne? Ich kann das nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass es auf Dauer Crap sein wird. Ich habe letztes Mal so ein Video gesehen, das fand ich ganz witzig. Sagt euch Onkel Roger was? Das ist so ein asiatischstämmiger englischer Comedian. Der macht immer so Videos hier, Egg Fried Rice und sowas. Und da hat Jamie Oliver auch mal einen gemacht. Und ich muss sagen, ich fand, was Jamie Oliver gemacht hat, irgendwie ziemlich weird. Also generell, Jamie Oliver, weißt du, wer packt denn bitte Chili-Marmelade in sein Essen? Also dann benutze ich halt einfach eine fucking Chili. Ist das so schwer? Chili-Marmelade, what the fuck? Ich meine, von der Marmelade merkst du am Ende eh nichts mehr. Ja, vielleicht vom Pektin ein bisschen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist doch mega weird. Bin WMF-Kunde, passt kein Jamie rein. Ja, verstehe ich. Ich muss sagen, die Lasagne sind kacke aus. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, in der Gemüselasagne auch Pilze und so Zeugs. Ja gut, das ist Geschmackssache. Also ich sag mal, manche Leute mögen Pilze, manche mögen sie halt nicht. Aber ja, man muss, glaube ich, auch stark unterscheiden zwischen Showköchen und Köchen, die das halt irgendwie beruflich machen und privat. Da ist ja ein riesen Unterschied vom Skill und auch vom Verhalten her. Da, wo der Koch im Privaten halt, oder ich sag mal, der Mensch, der im Privaten kocht, halt eher so, wahrscheinlich eher ruhig angehen lässt, also zumindest bei mir ist das so, ist halt der Showkoch. Also ich weiß nicht, Gordon Ramsay ist für mich immer das beste Beispiel. Du hast dann irgendwie diesen Typen, der da rumhäktelt wie sonst was, am Ende mega außer Atem ist und Leute anschreit, als wären sie Idioten. Und ich finde, ich habe den Vergleich letztes Mal aufgestellt und ich muss sagen, ich finde ihn immer noch sehr triftig. Oder sehr treffend. Jamie Oliver, Gordon Ramsay, der sieht schon ein bisschen aus wie der englische Dieter Bohlen der Küche. Oder? So eklige Sachen, ne? Steinpilzcremesuppe. Das ist lecker. Ich habe übrigens noch eine ganze. Also ich glaube, ich habe noch 5 Tüten Steinpilze, keine Ahnung, ein Kilo oder sowas im Gefrierschrank. Hätten wir einen größeren Gefrierschrank, dann würde da wahrscheinlich auch mehr reinpassen. Wir haben auch noch ultra viele getrocknete Pilze. Dieses Jahr ist aber nicht so gut ausgefallen wie das letzte. Also im letzten Jahr haben wir wirklich viele Pilze zusammengekriegt. Brot, Nutella mit Bockwurst. What the fuck? Weder im Essen noch auf der. Verdammt, warum ist denn da jetzt der Pfeil dazwischen? Geh weg. Verpiss dich mal irgendwo, wo ich dich nicht brauche. So. So mal der beste Koch. Yukihirazuma, ja, habe ich schon mal, glaube ich, gehört. Weder im Essen noch auf der Haut. Ja, auf der Haut will ich auch keinen Pilz. Only Zauberpilze. Der Gordon. Sehen sich nur bedingt ähnlich. Ramsay fehlt noch das Facelifting. Ja, stimmt, aber das kommt noch, glaube ich. Liebe seine Ausraster. Ich finde seine Ausraster schrecklich. Das ist wie so ein Kind.
Also ich weiß nicht, ich kann mich mit dem... Ich weiß nicht. Oh mein Gott, ich bin auf YouTube. Auf YouTube verfolge ich so einen italienischen Koch. Wenn ihr mal guckt, ich finde ihn ganz sympathisch. Ich meine, der ist zwar sehr traditionell, also hier was sein Essen angeht, sehr traditionell und meint so, hey, so und nicht anders. Oder hey, so und so vielleicht noch, aber der ist da schon so ein bisschen eigen. Aber ich habe bei dem letztens ein Video gesehen, der hat dann reacted. Ich bin eigentlich nicht so der Mega-React-Fan, aber ich finde das schon witzig. Da hat Paris Hilton eine Lasagne gekocht. Und grundlegend lief das ja noch gar nicht so schlecht, aber wo er dann irgendwie voll den Rappel bekommen hat und ich auch, weiß nicht, jetzt so mega die krasse Show oder was weiß ich, Küche. Und dann benutzt sie Alu, wie nennt man das, so eine Alu-Reine. What the fuck? Die benutzt eine Alu-Reine, die hat doch genug Geld für eine scheiß Reine. Oder geht ihr das Geld aus? Ich weiß es nicht. Aber ich fand das schon ein bisschen strange. Sollte mein Reis nochmal umdrehen. Umdrehen, ja genau. Mal ganz kurz hier so ein Stück Reis probieren, aber ich glaube, der braucht doch. Der hat noch gut Biss. Aber den fand ich schon sehr witzig. Der Vincenzo's Place. Ich bin überall schon wieder dreckig, meine komplette Hose ist schon wieder dreckig. Aber who cares, ist nur eine Jogginghose. Ist ein meines Erachtens witziger Mensch. Also ich finde, der kann auch gut kochen. Ich fand zum Beispiel sein Carbonara-Rezept fand ich ultra geil. Das möchte ich unbedingt mal nachkochen. Und jetzt, wo es mir gerade einfällt, ne? Die werte Napfkuchen-Mops, ich weiß gerade den richtigen Namen nicht, ich hab's mit Namen nicht so. Die haben mich letztens tatsächlich irgendwie durch Zufall drauf gebracht, dass ich ja irgendwie den Monat mein Jubiläum habe, mein einjähriges. Fällt mir mal so ein, ne? Also, keine Ahnung. Andere Leute so, wann ist es endlich? Easy. Und ich so, ja, keine Ahnung, scheiße, da ist ja was. Habe ich mir überlegt, so, was könnte man machen? Und der Hohlsteiner, der hat mir ein schönes Rezept gegeben. Und ich habe das Bedürfnis, dieses Rezept auf jeden Fall noch zu kochen. Es könnte sein, also 19. oder 20. war das, ich weiß es, ich würde es jetzt nicht mehr aufs Blatt schreiben, wann mein erster Stream war. Aber da ist dann wohl das scheinbar das Jubiläum und da werde ich dann sowieso kochen und dann werde ich wahrscheinlich da auch mal was Geileres oder was Krasseres kochen. Ich meine, das, was ich hier bisher koche, ist immer geil irgendwie. Aber es werden zukünftig auch mal simplere Sachen kommen als immer das. Fand ich schon ein bisschen mega geil, muss ich sagen. Dieses, wie hieß das Ding jetzt nochmal? Ich vergesse den Namen. Bier Jani oder sowas? 50 dazu, ich glaube ja. Oder? Bier Jani, genau. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Und das möchte ich schon gerne machen. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht zum Jubiläum mache. Falls ihr da Bock drauf habt. Ne, Biryani Safranreis mit Lamm war das. Also per se habe ich schon sehr Bock drauf. Spätestens an Weihnachten würde ich das wahrscheinlich sowieso machen, aber da das Jubiläum irgendwie davor ist, wäre das tatsächlich eigentlich... Wir feiern eh keinen Weihnachten, also das machen wir schon ewig nicht mehr. Entsprechend könnte ich da theoretisch einfach ein paar Tage vorher das machen. Am Wochenende hat eh jeder besser Zeit. Ne? Hack, hack. Hätte mir 10-mal die Finger gekürzt. Dann solltest du mal meinen Cousin angucken, der ist ja gelernter Koch. Alter, der rasiert ja da das Ding in Sekunden durch. Das ist abartig. Stellst du eigentlich ein Bild vom fertigen Essen ins CC? Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht und ich muss auch noch das Rezept reinstellen vom letzten. Und eigentlich kommen die Streams auch auf YouTube, aber mein letzten Stream hat es irgendwie gekürzelt, also den gab es wohl nicht mehr. Da habe ich für entweder noch eine Einstellung nicht richtig drin gehabt oder so, ich weiß es nicht, aber eigentlich war die drin. Mit dem nachträglichen, keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall im Discord so einen Channel für die Rezepte.
und gegebenenfalls was essen. Oder ich mache einfach ein Bild vom Essen und poste darunter gleich das Rezept oder so. Das wäre dann wahrscheinlich eh... Wäre 2 in 1, dann müsste man nicht so viele Channel anlegen. Weil das Bild vom anderen habe ich ja noch. Das habe ich ja auch auf Instagram hochgeladen. Da muss der Strunk noch raus. Hey, bleibst du da? Mal kurz nach dem Eis gucken. Ich und Reis, ich weiß nicht, ich bin irgendwie zu dumm, Reis zu kochen. Alles andere kriege ich hin, aber Reis? Ja, nö. Eines der simpelsten Gerichte kriege ich aber nicht hin. Mal gucken, ob der dann gescheit wird. Sollte aber eigentlich. Ich habe genug Wasser rein. Aber wie gesagt, eigentlich ist das Rezept ja tatsächlich ohne Beilage, was ich gefunden habe. Ich gehe mal davon auch aus, dass es eigentlich ohne Beilage serviert wird. Und ich dachte mir, so ein bisschen Reis schadet nicht bei 3 Personen, bei 4 Personen. So, Alter, das ist eine ganz schöne Menge. Von der Menge Salat lebe ich wahrscheinlich morgen noch. Bitte gerne überlesen. Essen ist bei mir... Entspannt, Kevin kochen. Und ja, Mölle, das mit dem Abhacken vom Finger, wie gesagt, mein Feind ist die Reibe. Ne? Die Reibe ist mein größter Feind, da kann ich hier mit Sicherheit bestätigen. Jetzt muss ich mal gucken, ich bin mir nämlich nicht sicher, was ich da für ein Dressing dran mache. Ich google mal kurz ein bisschen. Mit Dressings habe ich gar nichts im Hut, muss ich sagen. Dressings. Internet. Warum ist hier so viel Zeug offen? Geh weg. So. Fenchel. Salat. Dressing. Es ist schon schön, wenn man so Internet hat und nicht überall rumsuchen muss. Ich hab's mit dem Kartoffelschäler. Ja, der Kartoffelschäler. Wir haben einen ultrascharfen Kartoffelschäler. Und das Ding ist, auf der einen Seite hat das Ding hier noch so... Ich meine, die Dinge sind teilweise schief, aber ich brauche das Ding nie. Das Ding hat ja auf der einen Seite noch so komische Zacken dran. Oder wenn du dir damit reinschälst, dann ist vorbei. Ja, dann kannst du deinen Finger im Krankenhaus abholen. Mit Fenchel. Fenchelsalat, 1000 Fenchelsalate. Was ist das denn hier? Die packen hier noch Orangen oder so rein. Das kann man schon machen, aber das ist jetzt auch ein genereller gemischter Salat. Ich hätte eigentlich nur ganz gerne ein grundlegendes Rezept für eine... Ah, oh, Limetten. Scheiße, ich habe keine Limetten da. Weißt du, da denkst du so, oh, keine Limetten. Und dann, oh, da war ja was. Bitte. Also falls jemand Vorschläge hat, ich nehme sie natürlich gerne an. Aber ich bin gerade echt am überlegen, was ich da für ein Dressing dran machen kann. Dressing. Weiß. Hey, geh weg. Geh weg. So. Weißer Balsamico, Honig, Senf, Walnussöl, Pfeffer. Das klingt eigentlich ganz gut. Nimm's wie ein Mann. Was ab ist, ist ab. Lulala, nom nom nom. Aber hier wieder zurück. Also, ne? Irgendwie sieht das Ding die ganze Zeit aus, als wäre es schief. Ich bin mir da nicht so sicher. Das Ding mag mich, glaube ich, nicht. Komm, tu dein Werk. So. Wenn Andi meine Handwunden
alle gesehen hätte, dann würde er mich schon für tot erklären. Wahrscheinlich. So. Nochmal kurz den Reis prüfen. Alter. Ich glaube, ich habe den Reis übersalzen. Man sollte das nicht mit Nudeln vergleichen. Alter. Alter. War für Teufel. Ich glaube, den Reis den können wir schon mal abhaken. Alter. Mir zieht es gerade alles zusammen. Übersalzen geht nicht. Doch, das funktioniert sehr gut. Boah. Alter. Jetzt schaue ich mal kurz. So. Nein! Zwei mittelgroße Fenchelknollen, ja. Ich nehme jetzt einfach mal das doppelte Dressing. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so wenig Dressing dran packen. Habe ich noch irgendwo den Honig, der in Ordnung ist? Hm. Na, toll. Gut. Dann kann ich das mal verbrauchen. Wir benutzen jetzt einfach Reissirup. Das Zeug muss eh weg. Derb! Derb! Wenn du das schon sagst, heißt das was. Ja, also der ist schon uff. Uff, Tata. Da habe ich, glaube ich, echt ein bisschen too much rein. Derb! Ich habe keine Ahnung, wie gut der süß im Vergleich zum Honig. Ich glaube, ich bin hier etwas vorsichtig. Senf. Wie kriege ich dich jetzt sauber hier? Wir nutzen jetzt diesen kleinen Löffel als Missbrauchsobjekt. Jetzt geh schon. Weg da. Der Funk. Meine Lampe ist kaputt. Nein, es ist nicht die Birne. Das ist ja skurril. Hoppala, da bin ich gerade auf mein Kabel getreten. Aber das ist kacke, wenn eine Lampe kaputt ist. Fuck, ich schmeiß mit Senf um mich. Walnussöl. Habe ich hier Walnussöl?
Oh ja. Ich glaube, den stelle ich mal lieber aus dem Bild. Der gute Bautzer-Senf. Ich bin gerade am Überlegen. Habe ich Walnussöl? Lol. Leute, ihr glaubt mir das nie, aber ich habe Walnussöl. Ja, Walnussöl. Ja, ich finde ihn auch nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, ich habe auch noch so ein paar Öko-Senfe, die sind auch ziemlich nice. Wie viel brauche ich da? 4. So. Walnussöl. Ja, weißt du, was ich alles hier drin habe? Ich kann dir sagen, ich habe Erdnussöl, Sesamöl, Reisöl, Reisessig. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir das benutzen, aber wir haben es. Aber schlecht wird es nicht, das sage ich euch. Leinöl haben wir schon mal auch noch. Alle anderen deutschen Senfsorten können sie in die Tonne treten. Ja, die namhaften auf jeden Fall. Wir haben so einen kleinen Mini. Mir fällt gerade ein, ich hätte das mit dem Senf vielleicht vorher vermengen sollen. Das war jetzt nicht so optimal. Scheiße. Ja gut, wir vermischen das mal so und schauen, was dabei rumkommt. Irgendwo habe ich hier noch was so Krabbelbesteck oder so. Ja. Alle anderen, nee, das hat man schon. Ja, das war jetzt nicht so optimal, was ich hier gemacht habe. Schauen wir mal, was wir daraus gewinnen können. Das wird sehr senflastig. Oh ja, geil, überall der Senf. Oh, der Bautzer-Senf ist überall. Das wirkt mir aber immer noch zu wenig. Und die Hälfte fliegt daneben, weil der Gefäß zu klein ist. Man Network, ja. Salat ist einfach nicht meine Disziplin. Beziehungsweise ich kann eine super Vinaigrette. Das ist echt nicht das Problem. Aber hier so spezielle Salate wie Fenchel oder so, ich mache das nicht so oft. Muss ich leider sagen. Fliegen wir doch nicht da raus! Menschenskinners! Oh, der Senf ist überall. Fuck. Aber jetzt fallt er doch nicht raus, Mann! Kleinere Schüssel hast du nicht gefunden. Die ist eh schon zu groß. Aber ich habe nicht eingeschätzt, dass diese zwei Fencheldinger so viel Masse wegnehmen. Ja, der Senf ist, glaube ich, halbwegs irgendwo mit drin. Jetzt lassen wir den erstmal ein bisschen ziehen. Oh nein, Moment. Ich bin so ein Vollhonk. Ich bin so ein Vollhonk. Ich kann es euch gar nicht sagen. Bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Also bei mir ist ein bisschen Pfeffer gefüllt eh immer die fünffache Menge, aber who cares? Ist nicht genug im Reis? Nee. Scheinbar nicht. Man kennt mich. Aber der Salat wird ja abseits davon gegessen. Das heißt effektiv. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen darauf, dass das Essen, was ich da fabriziert habe, nicht also so wenig salzig ist, dass es Reis ausgleicht. Auch so geil, wir haben so ein. Schmeckt aber gut. Ich mag Fenchel. Naja, ich habe noch mal den Reis probiert. Boah. Uff, tata.
Und davon abgesehen habe ich scheinbar eh den Vollkornreis erwischt. Oder den kannst du nicht essen. Oh, Pfui Teufel. Nee, I'm sorry. Das schmeckt so nicht. Das schmeckt so nicht. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Vollkornreis, der wird ums Verrecken nicht weich. Und ich verstehe nicht warum. Jetzt hör auf zu pfeifen. So, Randale. Oder? Nee. Ja. Ich weiß nicht, also der Reis, der ist mit. Ich glaube, es ist auch der Vollkornreis gewesen, den ich nicht haben wollte. Der ist auch nicht gerade so schmackig, muss ich leider sagen. Hola. Ich schaue mich hier mal ganz kurz in meiner Kichererbsen-Risoni. Aha. Ja, ich randaliere, sorry. Weiter. Wie bitte? Windows, schließen Sie die Einrichtung ab. Geh weg. Husch dich. Vollkommen ungesund. Er schmeckt auch einfach nicht. Ich habe den falschen Reis erwischt. Ich setze nochmal neuen Reis auf, hilft alles nichts. Boah. Boah. Es tut mir leid, ich stelle mich echt normalerweise nicht an, aber der war echt mies salzig. Uff. Einfach nur uff. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Ich bin aber auch ein Honk, ne? Es ist zwar Basmati-Reis, aber es ist Basmati-Vollkornreis. Ich fühle mich gerade hart veräppelt. Okay. Dann haben wir hier noch was für einen Hund. Ich fülle das mal in das Gefäß um kurz. Moment. Da, wo der andere scheinbar auch schon drin ist. Ich habe mich schon gewundert, weil er sah ja gleich aus. Das macht natürlich Sinn, wenn das der gleiche Reis ist. Aber da habe ich unten im Keller nochmal den Vollkornreis. Warum kauft meine Mom Vollkornreis? Ist die wahnsinnig? Und ich weiß, dass sie das jetzt hört, weil sie im Nebenzimmer sitzt. Ist sie denn wahnsinnig? Ja, Hundi frisst das eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Finde ich mal ein bisschen witzig. So, ich gehe nochmal ganz kurz in den Keller und hole den richtigen. Ja? Das ist ja ein Zustand hier.
So, ich bin wieder unter den Lebenden. Holla die Waldfee. ja, es war der falsche Reis. Also, soweit ein Basmati-Vollkornreis. Alter, das Zeug schmeckt einfach so widerwärtig. Warum kauft man das? Also, wahrscheinlich für den Hundi, aber da habe ich mich echt vergriffen. So, next try. Next try. Schauen wir mal. Muss ich erstmal die Verpackung öffnen, ohne dass hier alles in die Luft fliegt. Da soll es vielleicht nicht unbedingt hin. So. Wieder hoch. Upp. So. Alter Finne. Wie scheiße kann Reis schmecken. Ne? Also. Ich sag's mal so, ich bin generell nicht so der große Vollkornmensch. Ne? Gibt ja Leute, die irgendwie auf sowas stehen. Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal, wenn ich eine Möglichkeit habe zu wählen, dann ist das, glaube ich, der letzte Reis, den ich nehmen würde. Würde ich jetzt mal so ganz grob behaupten. So. Oh Gott. So. Schauen wir mal, ob wir den Reis ein bisschen besser hinkriegen. Ja, das muss man halt auch erstmal wissen. So. Ich sag da jetzt heute nichts mehr dazu. Tollpatsch vor dem Herrn. Das ist unglaublich. So, der Reis hat glücklicherweise das Salz noch nicht wirklich angenommen. Das heißt, vielleicht kriegt das mein Hundi. Muss meine Mom nachher mal testen, ob das noch in Ordnung ist. So, next try. Hatte gestern auch Valentinstag auf Arbeit, ja, keine Ahnung. Also heute ist ganz schlimm. War etwas, weiß ich nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum dieser Reis so schlecht aufgesaugt hat. Mir ist das beim Vollkornreis schon häufiger aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht aufgegangen, also warum der nicht größer geworden ist. Und ich habe mich gewundert, warum er das Wasser so schlecht aufgesaugt hat und warum er halt nicht weich geworden ist. Das erklärt natürlich letzten Endes einiges. Der fühlt sich auch schon ganz anders an, wenn ich ihn wasche. Halleluja. Kann ja wohl nicht sein. Ich finde es auch interessant. Ich schaue mir das gerade an. Beim Waschen. Ihr könnt euch vorstellen, beim Vollkornreis kam überhaupt keine Stärke unten raus. Also das wird die Flüssigkeit wird dann ein bisschen milchig. Und bei dem hier, da merkt man mal, dass es Reis ist. Und nicht irgend so ein Vollkornkram. So. Das sollte reichen. So, einmal in den Topf.
Der Rest darf bitte mitkommen. Wie vorhin schon gesagt, das ist nicht eure Heimat. Temporärer Aufenthalt. So. Den restlichen Balsamico, genau. Den restlichen Basmati muss ich mal irgendwo unterstellen. Stellen wir hier oben hin. So, dann brauchen wir zwei. Dir mein blinkender Griffelklunker? Hafer und Wasser. Kann unmöglich echt sein. Das zieht das natürlich alles einen Ticken in die Länge, aber mein Gott. Ich denke, damit komme ich klar. So. Und diesmal sind wir mal einen Ticken vorsichtiger mit, mit dem Salz. Ja, mal eine ganz kleine Prise hier. Also was heißt kleine Prise? Aber ne, weniger als vorher. Das war vorhin schon ein bisschen viel, muss ich im Nachhinein sagen. Also das Wasser war so pervers salzig. Ah, der Holsteiner. Dankeschön. Dankeschön. Reisemeerwasser gekocht, ja, ja, so hat's geschmeckt. So hat's geschmeckt, mein Bruder, ich sag dir. Uff, da hat's mir so richtig die Kiemen zusammengezogen. Jetzt sei doch nicht so. Nee, du, es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Der Reis ist glücklicherweise noch nicht so mit Salz voll. Also eigentlich, ich habe jetzt probiert, der schmeckt gar nicht mehr nach Salz. Mal gucken, vielleicht kann man dem Hund noch geben. Der freut sich eher darüber als ich. Aber wird sich zeigen. Was klebt denn hier? Hä? Hä? Ja. Intelligent, dieser, das Salatbesteck in die Spüle zu werfen. Soda-Lächeln. Ja, wie gesagt, haben wir alles nochmal hingekriegt, haben wir alles nochmal gerettet, indem wir den anderen Reis benutzen. Ah, rühren wir nochmal kurz durch. Und rühren wir einmal. I'm back, VB Dante. Wie der Holsteiner gerade schon geschrieben hat. Hm? Ja, trotzdem schmeckt nicht schlecht. Hm. Mit Salz bin ich jetzt mal vorsichtig. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich aktuell immer so ein bisschen übersalzt bin im Mund. Dass ich das absolut nicht einschätzen kann. Meine Frage, falls sich jemand jetzt damit großartig auskennt. Zeichnik, du vielleicht. Kocht man den Reis mit zugem Deckel oder mit offenem Deckel? Vielleicht bist du auch verliebt. Jetzt verliebt? Ich? Genug mit Salaten, ja. Ich koche ihn mit eingeschrägten Deckel. Ja, okay. Dann habe ich das beim ersten Versuch tatsächlich sogar am Anfang richtig gemacht. Ja, macht schon Sinn. Musst du recht. Also muss ich sagen, weil ich glaube, das Wasser verdampft zu schnell, wenn es komplett offen ist. Das war jetzt meine Vermutung. Aber wesentlich nicht. Ja, du. Ich unverliebt. Pff. In wen denn? Vielleicht in meinen Salat. Mhm. Ah, geil. Natürlich ist wieder was runtergefallen. Den Spruch kann ich tatsächlich nicht. Aber gut zu wissen. Ich glaube, ich packe noch ein bisschen Essig drüber. Ja, ein bisschen langweilig. So. Weiß ich, die Leute essen alle so nicht sauer. Ich verstehe die Leute gar nicht.
Der Rest passt aber relativ. Ein Ticken Salz noch. So. In die Postbote, in die Nachrichtensprecherin, was weiß ich, weiß nicht mehr. Nee. Außer mit dem Postboten. Mit denen will ich mich gerade nicht so verlieben. Mein Ofen macht sich gerade selbstständig. Ich bin, was? Ich bin in Scarlett Johansson? What? In Dante? schreib bitte dahinter verliebt, weil sonst, wenn du in Scarlett Johansson bist, dann wird es ein bisschen widerwärtig. Ich bringe nur wenig Wasser zum Kochen, dass der Reis gerade bedeckt ist. Dann mache ich den Reis rein und schalte die Platte aus. Lass ihn ziehen. Ja, also ich kann dir sagen, ich drehe es auf 60 runter, also das ist so eine der niedrigsten Temperaturanzahlen und dann geht das auch. Schau mal, das ist immer noch heiß. Ich wollte nur gucken, ob das hier noch vor sich hin dümpelt. Beides sehr gut. Also ich weiß nicht, Scarlett Johansson ist doch ein bisschen überbewertet. Am besten nimmst du gar keine. Ne? Frauen bedeuten, nein, Spaß, aber. Ich bin aber nicht der Beziehungsmensch. Kommt noch, ja, vielleicht irgendwann mal. Aber. Ich bin jetzt nicht so, also ich kenne so enorm viele Menschen, die sich da von Beziehung in Beziehung stürzen müssen und das führt zu nichts. Das will ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum die Leute alle immer so ungeduldig sind. Zwei Schnitzel in die Heizungszwischenräume tun auch. What? Alter, das ist schon sehr räudig. Das sage ich auch nicht, das habe ich überlesen. Obwohl, Teufel. So, jetzt seht ihr wieder meinen Arsch. Der ist viel zu groß, ja, da habt ihr absolut recht. Hundewelpen, ja. Captain Nivea, wir singen. Gib mir so eine Freundin, die Beziehung sucht. Was? Gib mir so eine Freundin, die Beziehung sucht. Wenn ich das selber hätte, würde ich sie wahrscheinlich auch geben. Aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Hilft nichts. Hundewelpen. Quieken die auch so schön? Die Hundewelpen? Oh, Alter, Leute, was soll denn das? Komm schon. Die Nivea ist richtig unten. Wobei es. Na gut, jetzt müssen wir halt warten, bis der Reis irgendwann mal fertig sein sollte. Aber der wird auch schneller fertig. Das merkst du schon. Merkst du schon. Und er geht mir auf. Höre ja schon auf. Wir haben Psychobeginn, trägt den Namen nicht ohne Grund. Ja! Ich fahre jetzt einfach, bis der Rest fertig ist über den Salat her. Also ich kann es euch nur empfehlen. Fenchelsalat finde ich eh geil. Wie gesagt, man muss ein bisschen drauf achten. Schmeckt halt nach Anis, beziehungsweise nach Lakritz. Ist nicht für jeden was.
Wobei ich finde, wenn er erstmal im Dressing ist, dann geht das. Dann verringert sich der, dieses Geschmacksbild wieder ein bisschen. Aber so Senf, Walnussöl, Balsamico, kannst du nichts falsch machen, meines Erachtens. Scarlett Johansson. Oh Mann. Ich vermute mal, so lange wie das. Also, der Ofen ist schon aus, ne? Nicht, keine Angst haben, aber ich vermute mal, dass der Ofen. Wie soll ich das freundlich ausdrücken? Noch so viel nachgegart hat in dem Römertopf, dass es wohl letzten Endes sehr, sehr weich geworden ist alles. Ich glaube, ich hole das Ding mal raus und teste mal. Wo ich denn die Topflappen hin? Weiß das jemand? Ach, da hinten. Wir schauen uns dieses Geschenk des Himmels noch einmal an. Holla, die Waldfee. Boah, holla. Das ist drin ziemlich heiß. Also geil sieht's aus. Also ich bin ganz ehrlich, optisch sehr, sehr schön. Sehr schön geworden. Ich probiere jetzt mal kurz den... sehr scharf geworden, muss ich meiner Mom sagen. Holla, die Waldfee. Aber da fehlt noch eine gute Menge Salz. Ich vermute mal, das war sogar noch zu wenig. Oh. Fuck the shit. Ohne Salz. Schauen wir mal, ob der Kürbis durch ist. Suchen wir mal ein bisschen um. Auf die Tünchen ein bisschen Acht geben. Holla, die Waldfee. Ich glaube, ich muss meiner Mom irgendwie Sahne oder so untermischen. Oh, ja. Fuck. Schärfer geworden als angenommen. Der Kürbis wirkt aber schon sehr, sehr weich. Ja, ist aber gut geworden. Aber es ist schon sehr scharf geworden. Halalalala. Halala, ne? So, und das Hühnchen, da probieren wir, wenn der Reis soweit ist. Halalala. Mist. Ich würde gerne das Hühnchen probieren. Ja, ja. Kann ich nachvollziehen. So, bin wieder da. Das gleiche, was du eben gemacht hast. Es ist immer noch das andere. Alter, ich koche hier doch nicht fünfmal am Tag, Leute. Was ist denn los? Ein bisschen umrühren. Ist aber sehr, sehr viel Soße geworden. Ich hätte vielleicht einen Ticken mehr... Ja, doch, jetzt ist es mit dem Salz besser. Ich habe halt keinen Salz drin gehabt. Da muss man dazu sagen. Da war nichts drin. Kannst du dir vorstellen, wie es geschmeckt hat. So, der Reis sieht auch soweit schon fast fertig aus. Das ist schick. Dann ist das Essen gleich fertig. Ich bin schockiert. Der Reis wird sogar... Man möchte es nicht glauben, ja. Aber der Reis wird durch. Den Reis hat er neu gemacht, ja. Also bei der Menge wäre es mir auch zu viel Salz. Ja, wie gesagt, also viel Salz war das jetzt eigentlich nicht auf die Menge. Aber geschmacklich sehr gut. Also das Rezept kann ich eigentlich nur empfehlen. Also zumindest was die Soße angeht.
Ich würde anraten, ich habe von dem Harissa, also das hier, das aussieht wie Kacke. Ne? Sieht halt wirklich aus, als hätte da schon mal jemand reingeschissen. Ich würde euch raten, wirklich die angegebene Menge zu nehmen, weil das ist schon derbe scharf. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch eine, wie heißt das, Habanero oder sowas reingepackt. Das ist so eine ultrascharfe. Und es sind halt vier Peperoni drin. Eigentlich, weiß ich nicht. Kennt jemand von euch den Unterschied zwischen Peperoni und Chili? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Das ist wie ausgebrochen. Ich hoffe, du meinst das Zeug in dem kleinen Becher und nicht das hier in dem großen. Das ist aber Durchfall. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Durchfall. Peperoni gehören doch zur Familie der Chilis, sind nur nicht so scharf. Okay. Gibt es da Geschmack? Also, ich weiß nicht, vielleicht kennt sich da jemand aus. Gibt es da geschmacklich einen großen Unterschied? Boop. Eigentlich im kleinen Becher. Ja, dann würde ich aber hoffen, dass du das meinst. Aber gibt es zwischen Peperoni und Chili einen geschmacklichen Unterschied oder ist es wirklich nur der Schärfegrad? Weil das ist so, ich weiß nicht, das hat mich erstmal so ein bisschen irritiert. Ich muss hier mal ganz kurz den ganzen Krams da wegpacken. Der Hunde gefallen ist. So. Abgesehen von der Schärfe wüsste ich nicht. Peperoni sind wässriger, finde ich. Kann aber Zufall sein. Ich muss sagen, ich koche sehr selten sowas. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich habe ein Glas. Ich weiß nicht, ob du vorhin schon dabei warst. Das habe ich jetzt wirklich mir im Kopf. Ein Glas und das sind die Dinger hier. Sind getrocknet. Wenn du davon eins ins Essen packst, ist das Ding ultra scharf. Wenn du zwei ins Essen packst, dann schwitzt du beim Essen. Ein Ticken braucht der Reis noch. Aber ist schon relativ weit. Jede Peperoni-Art hat ihren eigenen Geschmack. Manche schmecken stärker nach Paprika. Das merkt man aber beim frischen Duft. Okay. Ich finde das alles interessant. Aber wie gesagt, ja, ich muss mal gucken. Also das Ding ist schon sehr, sehr an der Grenze der Schärfe. Gegebenenfalls muss ich meiner Mom da ein bisschen Sahne oder so untermischen. Holy fuck. Also, es ist jetzt nicht so scharf, dass es für mich unangenehm wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass das für meinen Mom schon so ein bisschen grenzwertig ist. So, was ist hier los? Ich zeig dir mal, was los ist. Was ist los? Das Hühnchen hat sich ein bisschen unter der Soße versteckt, aber geschmacklich sehr, sehr lecker. Honig kann auch etwas nicht schärfen. Es ist schon ein bisschen Honig drin, aber gegebenenfalls mische ich da dann auch mal ein bisschen was rein. Immer mal gucken. Ja, holla, ich bin auf dem Weg. Viel Spaß in... Wann bist du da? 5-6 Stunden auch? Kommt hin, oder? Vielleicht doch 7. Das ist nicht gerade um die Ecke. Ne, wie gesagt, ich... Also, Psychotic, du hast ja das Rezept auch, ich glaube, noch nicht gemacht, ne? Immer noch mehr als ich, ja, das stimmt. Kommt drauf an, ob ich den kleinen oder großen Golf nehme. Okay. Ja, stimmt. Psychotic, ich meine, du hattest ja das noch nicht gemacht, oder? Also du hattest ja das Rezept rausgesucht und meintest, du möchtest das gerne mal ausprobieren. Soweit ich das jetzt richtig im Kopf hatte. Und falls du es noch nicht ausprobiert hast, geschmacklich, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Also meiner Meinung nach kannst du sehr, sehr gut essen. Hühnchen muss ich jetzt nachtesten, aber hier Kürbis etc. Ich würde persönlich, ist aber mein persönlicher Geschmack, ich würde eher den Butternusskürbis nehmen, also Butternut oder Moschuskürbis. Der Hokkaido ist mir persönlich zu penetrant. Das ist halt meine Meinung, aber da hat jeder seinen eigenen Geschmack.
Wie gesagt, für mich passt der Kürbis, den ich gewählt habe, gut. Ne? Bei, ja, weiß nicht, manche Leute stehen auf den Hokkaido sehr, sehr krass, wie mir aufgefallen ist. Schauen wir mal hier kurz in den Reis rein. Reis, sind sie fertig? Nein! Hoppala. Verschwinde mal kurz aus dem Bild. Gehe jetzt mal gleich auf den Teller. Mal kurz gucken. Moment. Jetzt pfeifen nicht so meine Hand. Fix. Kann ja aber nicht der Ernst sein. So, dann probiere ich mal kurz. Man merkt halt einfach so ultimativ den Unterschied zwischen Vollkornreis und normalem Reis. Da ich ja jetzt scheinbar verschwunden bin, hier hinter der, irgendwo hinter der Kamera. So. Hokkaido ist besser für Suppe oder Eintopf. Ich muss aber sagen, ich habe zum Beispiel so eine Kartoffelkürbissuppe. Da finde ich aber den Hokkaido auch nicht so geil. Also ich mag den persönlich einfach nicht so gerne. Das ist nicht mein Kürbis. Also für mich gibt es einfach so viele Kürbisarten mehr Kürbisarten, der normale Speisekürbis oder sowas, die mir persönlich auch einfach besser schmecken. Also der Hokkaido, der sticht zu weit vor. Und auch in der Kürbissuppe mag ich das nicht, wenn das Ding halt nur nach Kürbis schmeckt. So, jetzt stellen wir mal kurz rüber. Jetzt gehen wir einmal ganz kurz ans Probieren. Ich werde, glaube ich, einen tiefen Teller wählen. So. Ich werde jetzt nicht so viel Reis nehmen, weil wir haben relativ viel Rest. Muss ich mal gucken, wie ich das andere Zeug da aus seiner Hülle hole. So. Und zwar. Ich hatte doch irgendwo. Ich betone auf. Ah, hier habe ich einen Schöpflöffel. So. Wir nutzen jetzt einfach mal den Schöpflöffel und schauen mal, wie gut das geht. Aber ich glaube, ein bisschen lange war es drin, was halt jetzt an dem Reis auch gelegen hat. Also der Rest ist, also das meiste ist eigentlich ganz gut geworden, aber ich glaube, das Hühnchen ist ein Ticken lang drin gewesen. Was jetzt natürlich nicht schlimm ist, aber ich vermute mal, dass es relativ weich sein wird. So. Ich sage euch eins. Und da kann ich euch schon mal sagen, also im Voraus schon mal sagen, den richtigen Reis. Ja, jetzt ist es der richtige Reis. Mit etwas Orangensaft kann man das. Ja, wie gesagt, bleibst du da. Wie gesagt, ich persönlich bin einfach nicht so der Fan von, habe ich festgestellt. Ich richte nie gut an. Also ich richte wirklich nie gut an. Das sieht bei mir immer aus wie so ein Haufen. Aber dann ist mir auch wurstig. Es geht darum, wie es schmeckt. Und dann werden wir es mal testen. Ich glaube, ich brauche mal Messer und Gabel. Ticken zu viel vor war es wahrscheinlich auch, aber ich glaube, das ist Ansichtssache. Na schau, der Kürbis fällt halt schon auseinander.
Wie gesagt, ist sehr scharf geworden, aber geschmacklich gut. Und mit dem Reis geht die Schärfe. Jetzt testen wir mal das Hühnchen. Ist gut geworden. Ist geschmacklich auch sehr gut. Ich finde, man merkt ja auch sehr, sehr stark an der Haut. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Man merkt ja an der Haut sehr, sehr krass. Der Safran färbt halt schon echt heftig ab. Geschmacklich ist es. Wie soll ich das beschreiben? Also man hat halt, wie gesagt, die Schärfe erstmal im Vordergrund und du hast halt irgendwo so diese mega Geschmacksexplosion aus allem. Du hast halt Nelke drin, die merkst du. Das Kümmel drin, Kreuzkümmel, Koriander. Ganz ehrlich, was aber noch fehlt, man kann ja hier noch so, ne, ich habe extra hier so ein paar Mandelsplitter und sowas. Ne. Vielleicht nimmt er die Schärfe auch mal weg, muss ich zeigen. Und einen Ticken Koriander. Hup, ne, für die Fresche. Ich muss sagen, für mich, ne, nicht jeder Mensch mag Koriander, aber Leute, ich könnte mich in das Zeug reinlegen. Also Psychotic, ich kann es dir nur empfehlen, kocht halt nach. Ne? Vielleicht nicht unbedingt mit Vollkornreis. aber grundlegend sehr lecker. Was ich dir empfehlen kann, mach dir den vor selber. Mal kurz die Tür zumachen hier. Mach dir den vor selber. Habe ich eh nicht. Also ich weiß nicht, so dieses Fertigzeug, das finde ich halt einfach nicht gut. Würde ich abraten von. Wie gesagt, den Fenchelsalat habe ich eh schon probiert, der schmeckt super. Ich weiß nicht, so ein Bewertungssystem, da komme ich irgendwie nicht klar. Aber wenn ich jetzt bewerten müsste, also ich habe dann natürlich nicht alles perfekt gemacht, das war ja auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Aber ich würde sagen, so 8 von 10. Vielleicht sogar 9 von 10. Also ich liebe solche Gerichte. Ich mag auch die orientalische und die afrikanische Küche. Mag ich teilweise sehr, sehr gerne. Entsprechend hat es halt genau meinen Geschmack getroffen. Also wirklich, 1:1. Also ich bin inzwischen so ein bisschen übersättigt an Hausmannskost. Ich meine, ich esse es immer noch ganz gerne, aber so Sachen, die man halt sonst eher weniger, sonst eher seltener isst, weiß ich nicht. Finde ich einfach geiler. Ich versuche jetzt halt hier mal so zu fotografieren, dass man das abgerupfte Hühnchen nicht sieht. Lol. Und den Verhau. Das ist halt schon echt bitter. So. Ja, so geht's. Oh ja, oh, geil. Foodporn. So. Was macht ihr Reis oder Harbold oder was anderes habe ich selten? Jasminreis, ja, nee. Brauchst hier gar nicht mitkommen. Das ist auch überhaupt nicht meins. Also, Basmati ist geil. Was ich auch ganz gut finde, teilweise ist Duftreis. Gibt's auch ein paar ganz leckere. Aber die meisten kannst du eigentlich in der Tonne kloppen. In die Tonne kloppen. Meine Meinung. Ja. Ist ja so eine Sache. Muss ich mal ganz kurz nochmal in das Rezept gucken. Rezept, lade. So, jetzt so. Genau, ja. Das habe ich alles so gemacht. Nee, ich habe nochmal sicherheitshalber geguckt, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Nee, aber passt. Aber wie gesagt, also wenn man das nachkochen möchte, ich kann es nur empfehlen. Falsch machen werdet ihr nur was, wenn ihr nicht auf Hühnchen steht, meines Erachtens. Wann werdet ihr noch was falsch machen? Wenn man nicht auf scharf steht. Dann müsste man das Rezept anpassen. Das ist aber jetzt auch kein großer Eck meines Erachtens. Und für Leute, die jetzt halt auf Nelken, Kreuzkümmel und Kümmel nicht so stehen, ist das, glaube ich, vielleicht auch nicht das Optimum. Ich gehe mal in den Asia-Shop und schau mal, was Reis kostet, beziehungsweise was es alles gibt. Im Asia-Bereich findest du, glaube ich, ein bisschen mehr. Also würde ich jetzt mal so behaupten. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt halt mal so langsam Schluss. Ich bin jetzt gerade mal am Überlegen. Habt ihr irgendwen, den wir raiden können?
Weil das letzte Mal war ich so in meinem Hass gegen dieses System, dass es nicht funktioniert hat. Habe ich das Raiden vergessen. Aber ich glaube, heute streamen verglichen eh wenige. Ja, ist ja heute Friendly Fire rum. Ganz klar. Natürlich, gleich auf der Titelseite hat man es auch. Läuft gerade auch. Läuft. Hat gut ausgeschaut. Ja, finde ich auch. Das dir schmecken hat Spaß gemacht. Ja. Also ich kann mich nur nochmal für das Rezept bedanken. Das war sehr, sehr lecker. Wie gesagt, kocht's nach, wenn ihr auf sowas in der Richtung steht. Hat jemanden, den wir raiden können? Weiß nämlich gerade nicht so hundertprozentig, wo ich Menschen hinschicken könnte. Nennt mir Namen! Ja, nenn mir Namen! Copy-paste mir am besten in den Chat, weil sonst nehme ich selber raid ich nicht. Hey, den Witz habe ich letztens bei jemandem gebracht. Namen! Toll. Oh, Punks, Alter. Mist. Holsteiner, ich weiß nicht, warst du da vielleicht sogar im Chat dabei, aber ich habe den irgendwo letztens gebracht. So, hey, raide doch mal Name einfügen. JJ. Schauen wir mal ganz kurz. Oh nein, man sieht mein Falte, Alter. Ah, so. Muss ich da mal ganz kurz reinluren, ja? Nicht, dass wir... ich höre halt nichts. Muss mal kurz meine Kopfhörer aufsetzen. Anschauen. Ich habe halt auch keinen Sound aktiviert. Jetzt. Werbung! Yay! Schöner Stream, besonders der beruhigende Hörspielteil. Er kann seiner Frau sagen, gerne wieder. Oh, Visage. Ja, komm, schick mal rüber. Moment. Ne? Wir brauchen auch mal so ein Hashtag, wie es die anderen Leute immer machen. Schreibt einfach alle ganz viel Oleg rein, dann ist das schon in Ordnung. Also wer das Emote hat, einfach Oleg reinposten, ansonsten einfach hier, was weiß ich. Hashtag Küche brennt. Ja, perfekt. Benutzt Hashtag Küche brennt, ja? Bitte. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene, ja? Schön für dich. Sagt, machst du einen Podcast, wäre deine erste Folge an. Ich wüsste nicht, über was ich reden sollte. Küche. Nee, den musst du dann in den nächsten reinschreiben. Moment. Zack.